Zypern liegt endlich auf Deutsch. Forza Fußball, die letzte Hoffnung. Bo, bo. Es ist Zeit für Forza Hier kommt Baba. Hey, hey, warte mal. Danke fürs Warten. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Ich bin noch allein. Die Jungs sind gleich da. Wir sind gleich ready für euch, Chat. Was geht, was geht. Memo hat direkt einen Sub raus. Ist im 11. Vielen, vielen Dank, Memo Bruder. Jetzt vielen, vielen Dank. Ja, Freunde, ey, wir haben es jetzt mit Time hingekriegt. Ähm, ich richte das jetzt noch schnell kurz ein, dass auch wirklich alles passt. Aber es sollte jetzt eigentlich funktionieren, Digga. Endlich, ja. Dieser blöde Timer, es hat so gelangweilt. Müsste eigentlich jetzt passen. Er ja, passt. Läuft doch, ja? Baba, was geht, Chat? Jetzt bin ich da für euch. Die Jungs sind auch gleich da. Im Hintergrund läuft das ajax das spiel Ich bin böse hyped. Wir haben auf jeden Fall ein paar Neuerungen, sage ich jetzt mal, denn wenn man sich die Ausstellung so ein bisschen anguckt von Bischiktaş, im Mobile nicht von Anfang an Joao Mario, nicht von Anfang an, dafür Mustafa Hekimolo und äh, Onana. Also eigentlich geil, Digga. Also weil ich, dass das so einen Kader hat, dass man auswärts in in Amsterdam so eine Mannschaft hinschickt. Finde ich, find ich nice. Wenn man bei uns das hört, müsste ihr sagen, wenn wir irgendwie im Hintergrund ein Spiel hören oder so. Meinst du, Farioli kann Besiktas knacken? Farioli ist auf jeden Fall ein guter Trainer. Sehr taktisch versiert. Aber ob es reicht, um Besiktas zu knacken? Auswärts? Das Ding ist schon mal durch den neuen Modus, du hast jetzt diese Spiele halt nicht mehr zu Hause. Und du spielst jetzt nur einmal gegen Ajax, ein schwerer Gegner, und direkt halt nur auswärts, das war's. Das ist halt so ein bisschen das einzigartige, sag ich jetzt mal. Aber ja, vielleicht irgendwann wird es auch zu deinem Vorteil, von daher kann's, ist es hohem Niveau, sagen wir mal so. Was geht, was geht, Jungs? Dennis, was geht? Was geht ab, Alter? Geht's euch gut, Chat? Jungs sind auch gleich am Start. Und dann können wir rein, digga. Bist du alleine? Nein, die sind auch gleich da, die Jungs. Also noch bin ich alleine, aber die sind gleich da. Gira, wie geht's, Bro? Mir geht's gut. Bei dir alles fit? Bei dir alles gut. Müsst ihr morgen arbeiten? Ja. Only good vibes. Morgen Arbeit, Bra. Ganz normal. Langsam habe ich mich auch dran gewöhnt. Jetzt seit Mai bin ich fest Vollzeit. Nervt mich immer noch ein bisschen. Aber ja. Morgen gehe ich schwimmen, Bro. Morgen schwimmen. Ah, jetzt ist jemand kommen. Ich glaube, es ist Ozzy. Das hat man an seinen Füßen. Ich hab's euch gesagt. Was geht bro. So Chat. Oh. So, jetzt auch da. Hier bin ich. Alles da. Was da sein muss. gehört, Chat, alles klar. So. Hört ah. <laughs> Wo arbeitest du? Bro das ist eine kleine Firma, die kennt man nicht. Kennt man nicht so. Ja, Digga, also Bischofs-Ausstellung muss man schon sagen. ja richtig geil. Finde ich auch, ja. Finde ich auch nice, dass einfach, dass Bischofs so einen Kader hat und äh, sich Van Bronco sagt, weißt du was, erstes Spiel Europa League, aussetzen Amsterdam, Onana und Mustafa Ekmolo. Digga, so ein geiler Trainer, ja. Voll. Und ich glaube, jetzt ist recht wenn diese Eier von diesem Mann belohnt. Irgendwann muss es belohnt werden, ja. so Weißt du, dieses Risiko... Manchmal muss man sich Sachen trauen. Und es wäre schön und ich denke, es wird belohnt werden. Aber es wird einfach ein geiles Spiel, ich freue mich sehr drauf. Servus Blue Bro Live. Was geht ab, Jungs? Ist Story. Freunde, kommt rein, wir sind live. Ozzy, mal... Ups, das Spiel darf man nicht sehen. Hier, warte. Selfie-Modus. Jo, wir sind live. Ossi, mal hinter mir. <laughs> wir sind live. Watch Party gegen Ajax, Fenner und Gala, Europlick-Analyse und Suplex-Prediction fürs Wochenende. Kommt rein. Oh, ey, aber hast du gesehen? Direkt erste Sekunde, Anstoß Bischof, direkt hätte Mustafa 1-0 machen können. Nein. Von Anfang an, habt ihr es gesehen, Chat? Also nee, wirklich nee. direkt. Boah, Scheiße, nee, hab ich nicht wird Losgeschickt und Gemmo. Oh Mann, schade. Okay. Ah ja. Zum, zum Fenner-Spiel kommen wir noch. Jungs gedulden. Wir warten jetzt auf mal dann wir mit dem Galaspiel spiel anfangen und dann Fenner und dann Wichtigasche ist ja sowieso hier am Laufen. Okay, was mit dem Ding? Das Scoreboard da? Mit, mit Minute? Okay, aber das passt doch gar nicht überein, oder? Doch. Ja, vielleicht mal. Passt schon, Das passt. So. Mal schauen wir mal Horn antrifft. Was doch wirklich mal, Digga. Aber schau mal, du musst auch nicht nur die Eier haben, ihn so zu starten, aber für wen spielt er denn? Für Immobile. Digga, das muss man Immobile auch mal erklären. so weißt du, ey? Er ist Europa League Spiel und anstatt dich lasse ich einen 2007 geborenen Jungen spielen. Also einfach nur ein krasser Move. Also kann nicht jeder Trainer bringen. Ich hoffe, der Junge belohnt sich auch selbst damit. Das ist natürlich oh, jetzt war stark. Geh mal! Stella! Hallo! Oh Junge! Alter. Oh man, schade, schade, schade. Ja, das ist schon krass, ne? Dass vor ziemlich Mustafa Kimono startet. Ziemlich, weiß ich nicht. Ist bei ihm kein unangefochtener Starterspieler. spieler Aber ist super von der Bank halten, ne? auch wenn du ihn ziemlich bringen kannst. Aber das ist nicht das, was er braucht. Ziemlich braucht Spielpraxis. Voll geil. Auch dass er jetzt Onana eine Chance gibt, so das finde ich immer ist ein, ist ein Indiz dafür, wie gut ein Trainer ist oder wie gut er funktioniert, indem er aus Spielern, die zum Beispiel tot geglaubt waren, dann noch trotzdem etwas rausholen kann. Das ist, finde ich, immer ein sehr gutes Zeichen. Tot gesagt, die leben länger, Bro. Naja, naja, ich, weiß nicht. ich glaube, der fühlt sich nicht. Ich weiß halt wirklich nicht. Also erstmal muss man auch sagen, dass Semich gute Konkurrenz hat mit Immobile und auf den Flügeln sowieso jetzt auch dieser junge Spund. Vielleicht braucht er auch für sein System so einen physisch stabilen Wandspieler. Ajax hat auch eine, eine gute Defensive. Ich denke schon, dass er auf Semich auch baut. Nur ich glaube wirklich, dass, dass er sich bewusst für diese Aufstellung entschieden hat, körperlich betonter und robuster einfach zu stehen. Also das Onana und äh, Mustafa sind auf jeden Fall zwei Spieler, die mehr, viel mehr Füßes mit ins Spiel von Bischof springen. Und ähm, Joamaru und Mobile sind dann haben dann andere Fähigkeiten. Aber ich glaube schon, dass du dieses Ajax, da brauchst du auch auf jeden Fall Füße auf dem Platz. Also wenn wir Onana sehen, der klebt an diesem Achter von, von, von Ajax bis jetzt die ganze Zeit schon immer in seiner Nähe und guckt sich auch immer wieder um, wo er bleibt doch auf, Der ist schon spritzig. Ich finde, er ist fit. Er macht einen fitten Eindruck, Onana. Oh, ja, sonst würde er nicht spielen, Bro. Ja, sowieso. In der Europa League vor allem. Er ist auf jeden Fall spritzig. Der hat ihn hingekriegt. Finde ich nice. Ein guter Spieler. Jean-Mario ist nicht da, ne? Spielt nicht. Jean-Mario auf der Bank, Immobile auf der Bank. Ich weiß nicht, waren die auf der B Achtung! Safe auf der Bank. Alle mitgeflogen, du hast das Bild nicht gesehen, wie Gillette, Alter. Gillette-Werbung. Ja, alle auf der Bank, also. Schau mal, aber Mucci, ey. Ja. Saludian, john Jean-Mario, Honor Bullot, Immobile und mich alle auf der Bank. Digga, eine gute Bank. Totale Bank. Bruder, du hast Emelian Top, du hast Muji, Endur, Salyudjan, Immobile, mich auf der Bank, hallo? Ja, schon stark. Digga, also. Ey, ey, ey. ey, ey. Was geht, bro? Wie geht's? Chat, da ist er. Da ist der Taubschirm. Ja, da. Das das ab, der Taubschirm. <laughs> so, hier ist dein Keyboard. Was geht, du reitendes Pferd, Bro? Puh. Du reitest gegen, in den Horizont. Digga. Ja. Lass mal tauschen, Bro. Begrüße erstmal den Chat, Bro. Was geht ab, Chat? Ich glaube, der Mann sieht jetzt öfter, ey. Der Ball im Netz. Welcher Landsmann ist Schiedsrichter? Wisst ihr das? Kroate. Sicher? Spaß, keine das Sah nur so aus. So, Onana spielt. So, Mario Mobile auf Bank. Servus. Servus. Und das besser. Warum ist nächste Woche schon wieder Europa League? Äh, weiß gar nicht, ob nächste Woche schon wieder ist. Das ist jetzt gefühlt eigentlich jede Woche mal. Alle zwei, aber es wird schon jetzt sehr, sehr oft sein. Nee, übernächste Woche ist. Also ich glaube, nächste Woche ist kein Europa -League. Ich glaube auch nicht. Aber dann es gibt aber Wochen. Aber doch, 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 doch. Nächste Woche ist Europa -League. ja. Habt ihr recht? Nächsten Donnerstag. Und dann ist die übernächste Woche ist dann schon wieder Länderspielpause. Ja, Mann. Die kommt so schnell, ne, er mich am mal Ich hab keinen Bock auf die, Alter. Ja. Ist er täglicher geworden, sage ich mal, zu den vorherigen Jahren, aber trotzdem. Boah, nach dem habe ich echt gedacht, okay, ich freue mich jetzt sogar auf die, äh, die länderspiel Es Nee, boah, muss schon so ein Turnier, bedeutendes Turnier sein, dass man da richtig Bock hat. Oh, oh Mustafa, Wie kam das zustande, Alter? Chiro auf der Bank, Mustafa Ekimolo, Startelf. Oh, sagt du Ach Ajax. Mal. Oh, oh Mann, Ey, oh, Ajax auf jeden Fall stark, Jungs. Oh Mann, Die können Fußballen, Jungs, so ist es nicht. Fußballen. Natürlich. Oh, ich glaube, der hat was Ernstes, Digga, oder? Nur. ist null. weg, weißt du Ja. Schluck deinen Schmerz runter, Junge. Das dürfte nicht allzu schlimm sein, eigentlich. <laughs> Wieso fällst du doch so hin, Digga, damit es dramatisch aussieht? Fall doch auf deine Füße, Digga. Ich höre manche Spieler, die, die nehmen eine Verletzung in Kauf, damit sie dem Schiri so wirklich hier weiß machen können: Ey, Digga, schau mal, wie der mich äh, umgesetzt hat. Oh, Mann. Ja, natürlich, jeder mag unsere Nationalmannschaft, aber EM, WM, von mir aus habe ich ein, zwei Jahre keinen Vereinsfußball und habe dafür EM, WM hintereinander. Aber so Nations League, cool. Weißt du? Ja? Also, so Turniere finde ich, gibt nichts geileres wie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Genau. So, mal, wollen wir die Gunst der Stunde nutzen? Wo das Spiel noch ein bisschen hängt? Oder vielleicht was nee. gestoppt ist? Nee, nee, scheiß drauf. Nee, da machen wir... Fernand, hab ich auch keinen Bock. Echt? Yes? Ja. ja. Dann, dann machen wir einfach Watch Party. Sorry, Chat. Hättet ihr Bock auf Dings? Sorry. Um, Scrabble online? Das, kann das, <laughs> das <ist> Scrabble. <laughs> Habt ihr Insta-Story gemacht? Ja. Ajax... Oh, Stadion voll, ne? Stadion ist ausverkauft. Ja. Geil, Komm, das go, lass mich gerade In, den in der Eva Ammon Arena. <laughs> Was ja. machen wir hier? <laughs> Erzähl Brun, mal, Digga. Ja. 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 <laughs> <laughs> Erzähl mal, Kahoot, Digga, ich hab Kahoot so gefeiert, Mann. Ich, Kahoot war geil. Wir waren, wann war das, Digga? 18 auf 19, ne? Oh ah, Gott, das ist Story, die wir erzählen, Bro. Das ist, das ist, kein, das ist keine das lustig, ist Bro. Ich schwöre. Halt Man muss Wulutta ja. war ja, so geiles Jahr, Digga. Das schwör. Und das war so mhm. wirklich nochmal das letzte Fünkchen 2018, Bro. Ja, ja. Eine der lustigsten Sachen 2018. <lacht> 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 zum Ende nochmal. <laughs> nochmal gut gelacht zum Ende von 2018. Kirai, Bruder. Lass die Reihenfolge einhalten. Alles zu seiner Zeit. Hey Janik, freut uns sehr, Bro. Nächstes Mal vor, was da? Ja, guten Abend, Jungs. Ich verfolge euch noch nicht so lange, aber durch euch habe ich Interesse an die türkische Liga bekommen. Daher Dankeschön. Cool, Alter. Das ist das äh, beste Kompliment, was du uns machen kannst. <laughs> auf jeden Fall. Und deswegen sehr, sehr, sehr sehr schön zu hören, Mann. Und einen schönen Abend zurück. Genießt den Stream. Bis Europa League hier nebenbei. Wenn du schaust. Kann man dir Bischtash Ajax empfehlen, Bro. Ist ein geiles Spiel. Danke dir, Janik. Janik. Welche Mannschaft aber an sich supportest du? Das würde mich interessieren. Janik klingt wie ein Dortmund Fan irgendwie. Kaiserslauten-Fan. Dortmund? Kann das ich sein, Yannick? Alright, Tom. Ich hätte gesagt, wir starten rein. hop, hopp, hopp! Fangen an zu reiten mal. <laughs> hopp, hopp. Lass über Galle reden. Europa Liga. Let's go. Währenddessen. Oh, Onana, oh, guter Ball. Rafa, du ist gestartet. Okay. Ja, was bleibt bei Gala zu sagen? Ähm, ich habe mal wieder ins Schwarze getroffen, ja, mit meiner 3-1-Prediction. Seit wirklich der Länderspielpause ein völlig ausgewechseltes Gala. Und ich glaube, der Hauptakteur dabei ist Yunus Akgün. Wirklich, vor zwei Jahren war es Kerem, dessen Stern so richtig aufgegangen ist in der ersten nikadi saison Letztes Jahr war, ba äh, war es Badisch und dieses Jahr wird es wahrscheinlich, wie es aussieht, Jonas Akgün sein. Also dieses ganze Problem, was, was Gala hatte mit, ähm, was vor allem so, keine Ahnung, wenn du dir jetzt die Europaspiele anschaust, du hast immer den Kür Kürzeren gezogen in Sachen Schnelligkeit, Athletik äh, und alles. Und ich finde, Jonas ist da wirklich so der Schlüsselspieler, weil er ist hinten und er ist vorne äh ist Rafa hat wieder einen abbekommen. Oh. Dicker selbst in Europa League bekommt oh. er halt nur Tritte ab, ne? Digger, der hält sich ans Gesicht immer schlecht zeigen. Ich habe gestern im Stream gesagt, dass er für mich im Derby gegen Fenerbahce der wichtigste Mann war und der beste vielleicht. Ja. Also seine, seine Rolle, wie er sie interpretiert hat oder wie er sie bekommen hat von Ockenburg. Also mit dem Derby vor allem auf, äh, musste wieder starten. Also die konntest du nach so einer Leistung nicht benchen Und ich glaube, jetzt hat er wieder überzeugt. Ich habe das Spiel nicht äh, halt mit vollster Konzentration schauen können. Wie war er jetzt gegen, gegen Gut. Pauk. Also vor allem in der zweiten Halbzeit noch mal besser, aber wenn er so weiterspielt, dann wird er schnapp spielen. Also dann kann sich schön sich in der 70. für Merten zwar machen. Ja, ich sowieso, aber zum Beispiel für Salah, der wo ge geholt worden ist für die Flügel. So. Also wirklich, seit Jonas spielt. Ähm, viel schnelleres Umschalten generell einfach. Ich, ich, äh, die spielen schneller, die spielen geiler, konzentrierter so. Also ich weiß, man hat jetzt nicht alles mit Jonas zu tun, aber ich glaube, er trägt einen großen Teil auch dazu bei. Rajica. Und ich bin seit vier, fünf Spielen wirklich sehr, sehr glücklich. Also angefangen mit dem Riesenspiel, mit Osimens erstem Spiel und auch Ismail Jakobs erstes Spiel. Ähm, habe ich wirklich wieder richtig Spaß äh, beim, beim Galaspiel schauen. Das letzte Spiel, also das Spiel davor, das Adana 5-1, war zwar ein 5-1, aber ich habe aus Verzweiflung gelacht. Habe gesagt, was ist das denn, Hanne? Wir sind ja schon wirklich geisteskrank schlecht. Was <laughs> sucht Adana auf diesem Fußballfeld gerade? Mhm. Ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ihr jetzt eine, eine Startelf habt. Und die besteht auch nicht nur aus elf Spielern, sondern aus 13, 14, 15 Spielern. Die von Minute eins an, wenn sie spielen würden, genau denselben Input bringen würden, genau denselben Einsatz, wie wenn sie auch in der 85. eingewechselt wären. Ich finde, da ist kein, ähm, wie soll ich sagen, kein, kein äh, Virus wie Saha oder Siesch mit drin, der sich irgendwie zu fein war, ähm, Kilometer zu machen für fürs Team. Wir können ja nochmal auf die, auf die Ausstellung blicken, auch wenn es, wie gesagt, schon die ähnliche ist, wie schon seit vielen, vielen Wochen jetzt. Außer eine Änderung, ja. Lehrer war nicht der Torwart, war ja gesperrt noch vom Young Boys Bern Spiel. Kick and Rush hat er gemacht. Ja. ich muss sagen, Günay hat es ganz gut gemacht. Also der hat auch auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ihr in Führung gegangen seid. Nicht andersrum. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Günay ist äh, ein erfahrener Keeper, hat auch bei Antep, Kassenpascha äh, und all seinen anderen vorherigen Stationen immer einen super Job gemacht. Ähm es ist wirklich sehr schwer, hinter einem Muslera der Ersatztorwart zu sein, weil du spielst ja halt wirklich nur, wenn Muslera nicht kann. Also da die Geduld zu zeigen, sich fit zu halten, mental fit zu halten. Und wenn es dann drauf ankommt, musst du halt so abliefern. man sagt: Zweiter Torwart ist die schwierigste Position im Kader. Weil du spielst eigentlich nie, du hast kaum Spielpraxis, ja. bist ganz klar die Nummer zwei. Also ganz klar. Keine, 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 kein Bankspieler ist klarer wie der zweite Torwart. Aber wenn du kommst, du musst abliefern. Es gibt ja. nicht okay, diesen Welpenschutz, dass man sagt, ja okay, der ist jetzt kein Stammspieler. Du musst am Ende, Torwart ist eh sowieso der größte Depp so, du musst die Null halten, deinen Kasten sauber halten. Und wie du sagst, also der hat echt einen guten Job gemacht, finde ich gestern. Auch mit dem Ball fand ich ihn stabil. Unser Bro nicht sagt, neben eurem Stream gönne ich mir Frankfurt, da ich leider kein RTL Plus habe. Daher kann ich kein geiler Fan an geben. Okay, daraus verstehe ich Frankfurt-Fan? Nee, der äh, Münster geschrieben. Münster. hat oh, die zweite Liga jetzt aufgestiegen. Ja, Preußen da. Preußen, genau. Ja, Janik, Stark. Frankfurt ist auch Spiel. Ich bin gegen Weiß nicht. So unser Lexikonbruder. Ja, Mann, also seitdem wir auf Twitch sind, Special One, hat uns nicht mehr so oft erleuchtet. <laughs> ja. Ja, aber du bist schon noch da. Ab und zu lässt er sich blicken. Ja. Er ist zu einer Pizza ah, geworden. Spezial ohne. Mal hier nochmal eine Frage zu. Ist das das neue IV-Duo? Es war nie ein anderes. Okay, aber nee, weil Nelson ja eine Zeit lang schon sehr gut drin war, auch gegen Young Boys. Ja, aber gegen Young Boys war da, weil Sanchez verletzt war. Also das eigentliche Innenverteidiger-Duo ist Sanchez und abdul Kerim. Mhm. Nelson war letztes Jahr in der, also im, äh, in der Startelf. Weil Sanchez eben verletzt war, aber man jedes Spiel gewonnen hat. Und da wollte dann auch Camburu einfach sicherheitshalber äh, sein Winning-Team nicht changen. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr auch direkt äh, mit, mit der Leistung im äh, dayo opa wie Arthur dann sagen würde, Copa America. An, also, unangefochtener Stammspieler und er macht es auch wirklich jedes Spiel gut. Also, diese Saison habe ich kein schlechtes Spiel von ihm gesehen. Er ist halt leicht verletzungsanfällig, deswegen ist er Nelson trotzdem wichtig auf der Bank und den muss man auch irgendwie bei Laune halten. Fragezeichen jetzt Kassenpascha vielleicht. Aber. Ja, deswegen. Ja, ihr habt die schon gut gefickt, Digga. Boss, <laughs> ist, so Prost ist halt aber wirklich. Jetzt Spaß beiseite. Bei diesem Gala zu spielen ist halt auch wirklich. Ja, nicht aber leicht. der Typ hat, hatte Träume, so der Europa. Die ist so, Nein, nein, bleib, bleib, Champions League. Ja, ich hatte Träume, dann, ich hatte Ziele. So, Sie Bro, und Champions dann, dann jetzt haben, ist er ja so ja, die, ja. der zweite Geige, so. Ach, diese Scheiße, die Istanbul wohl, macht der müde. So. <laughs> aber ey, für ist euch ist brutal, für den, für den Jungen so ein bisschen schade, aber. Es ist wirklich nicht leicht, mittlerweile bei Gala zu spielen, auch bei Ferner oder Bischiktasch so. Also, ja, aber vor allem ey. bei Gala, weil schau mal, du hast einen Davinson und einen abdul der Linksfuß ist, und der jetzige Abdul-Kelm ist auch wieder in Topform. Ja. Also, selbst wenn du ein guter Netzmann bist, wem willst du da äh, ja. den Stammplatz nehmen, weißt du? Mhm. Ähm, selbst wenn sich Davis-Sanchez wieder verletzt, ein Mord weg und Nelson performt sehr gut in diesen einen Monat. Sanchez kommt zurück, er ist wieder weg. Er, ist eine, er hat eigentlich gar keine Chance auf dem Stammplatz, weil nur wenn jemand verletzt ist oder wenn er wirklich gebraucht wird, so sonst. Aber Bruder, Und das, das ist immer noch ein Infanterie von hohem, also yes. der hat yeah. auf jeden Fall ein gutes Niveau. Der, weißt du, ja, das Lustige ist? Ich glaube, Okan setzt einfach mehr auf Davinson. Das ja. Lustige ist ja, man spekuliert ja vielleicht Dreieckert und so. Dann kommt Khan ja, aber Und da wird Kanayan. Khan Eyan ey, ist meiner Meinung nach, der, <laughs> der hat es verdient, Bro, ich schwör's dir, ja. Also es ist sehr bitter für Nelson. Uh. Bro, ist ein ganz, ganz, ganz harter, hotter, Hot Take, aber für mich ist Khan Ihan euer bester Verteidiger, Digga. Oh, oh, euer ist der bester der, Defensivspieler, das meiner ist nicht hot, das ist Lava, Bro. Bro, ich liebe Khan Ich liebe ihn. Also jede Mannschaft braucht so einen Khan in der Mannschaft, der sehr flexibel ist, der die auf drei Positionen aushelfen kann, wenn es sein muss. Gut, gute Leader, äh, Mentalität und einfach. Gute Leader auch in der Playlist haben. Bro, er so. kann jede Position, jede Defensive. Er kann Rechtsverteidiger, er ja. kann Abwehr, Inverteidiger er kann Sechser. Mhm. Und das sind also Aber Innenverteidiger, ich, Inverteidiger Ich, ich habe gesagt du Abwehrspieler, Bro. Das kann er nicht so gut machen. Ich habe Defensivspieler gesagt, nicht Innenverteidiger. Das ist eigentlich die schlechteste Position, Inverteidiger Da ich. hast du recht. Aber in der Dreikette könntest macht ja, das machen. Ja, ja, 100%. Safe. Also, es war ein hot take ja. Ich habe gesagt Defensiv, Freunde. Ja. Be Betonung. Aber natürlich, der Typ ist zwei Köpfe kleiner als als äh, Davinson. Da kann er gar nicht mithalten. Ey, ein Sieg hier in Amsterdam wäre so big. Wär ne? Der dritte Sieg in der Europa League, Jungs! Nein, nein, ja, türkisch Fußball ist safe ja. auch. Ich meine, für mich so. Oh. Ja, das wäre krass. Es ist wirklich. Ja. Schwierig, Mann. Europäische Auswärtsspiele und dann noch äh, nicht Burs. gegen irgendwer, sondern gegen Ajax am Samstag Außer Kopf zu Bode Glimp House. hat äh, in Porto gewonnen? 3-2? Nein, zu Hause. Zu zu Hause. Hause. Oh, schau, Manu hat in Twente, ne? Nein, und zu 1 -1. Hause. Ja, so. ah, nein, war Manu zu Hause oder? Äh, ich glaube, auswärts. Glaub, auswärts. Echt? auswärts, glaube ich. ist du euch sicher, Chad? Nee, ich, ich bin, bin mir nicht so sicher. 70 sicher. Bin ja, ich bin mir nicht, nicht sicher. ich schau Komm, Auf jeden Fall, was ich sagen ah. will. Europäische Auswärtsspiele, egal gegen wen. Menu zu Hause 1-1, oh. Digga, zu Hause in Old Trafford, ja. Ja, macht es noch schlimmer. <laughs> ich liebe diese Glatze. Worte. Gegen, <laughs> wer spielt gegen Menu? Wer Ah, in Istanbul, ne? Ja, verdammt, das sind sie immer gut. <lacht> 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 zu Hause ist geil. So, okay. Dann zum Spielverlauf. Mal so, wie hast du das Spiel gesehen, war das so... Hast du so ein Spiel erwartet? Oder dachtest du, es lockerer? Oder dachtest du, es würde spannender werden? Oder Ganz kurz, wo habt ihr am Montag aufgehört? Was, was habt ihr über Pauk erzählt? Das, also über war Pauk, das, war, war, war Pauk der Gegner, den ihr am Montag erwartet hattet? Oder habt ihr euch in, irgendwie er, überrascht? Nee, äh, ich habe ihn, hab ge ihn genau so erwartet. Also ja. ich habe ihn sogar komischerweise ein bisschen noch mal Größer, ne? giftiger erwartet. Ähm... <laughs> Ich hab ihn größer erwartet. <laughs> <That lacht> das, is, das, so das ist so ein Fettnäpfchen. Oh! <laughs> Giftiger, auch gut. Ganz kurz, wenn wir hier schon am Scherzen sind: ja. äh, Prime Subs. Oh. Äh, Ömer war gestern. Memo genau. haben wir schon gemacht. Bedankt euch trotzdem nochmal, Jungs. Ey, Memo, Memo, vielen, vielen vielen Memo, vielen Dank. Vielen Dank. Dank, Dank Im 11., Digga. Richtig. Heftig. <laughs> ja. Und Kahn, von Herz. Vielen, vielen Dank. Khan, Dankeschön, Dankeschön Bruder. Ich bin so vielen, vielen Dank für euren Support, Jungs. Alright. Ja, ähm. Um, ich habe mit einem bisschen besseren Pauk gerechnet, weil griechischer Meister. Ähm, ich habe nur Gutes gehört, aber. Boah, ich, ich finde, die haben es echt gut gemacht, Mann. Achtung, wir kriegen es gleich. 1-0, Ajax. Nein, Ajax Amsterdam. Und Und genau, Olympia ist doch ein Mädchen, man? Nein, das ist Fitz. Das war nicht FIFA, Ajax, Alter. Jim, Bro. Genau, halt auch noch der, ne? Alter, macht mal die Geschlechtercheck bei dem, wie bei Olympia. Nur anders von mir. Aber er ist noch nichts gegessen. Richtig, ist wirklich gut in der Partie. Schau, ich hasse es, Mann. Ich hasse ja, es, die wenn die lange Abschlag. Bälle um die Ohren fliegen. Deswegen hasse ich lange Abschläge oder allgemein lange Bälle. Spiel dich kurz raus, Mann. Boah, oh, lange Bälle, das ist, das ist ein zu hohes Risiko. Du verlierst den Ball zu 50%. Mm -hmm. Mal schauen wie schnell es gehen kann. Ich habe lieber selber die Kontrolle mit kurzen Pässen und wenn es wirklich niemand anders geht, dann lang. Aber dann lang auf die Flügel, aber lang ins Zentrum. Ist das blöd, Digga? Aber es ist noch nichts gegessen. Ich finde, Geschichttasche ist wirklich mit in der Partie. Also es ist nicht so, dass ich hier irgendwie schwimme oder so. Sie spielen mit. Schwierig, Bro. In so einem es Austausch ist schwierig, spielen. aber. Also sie spielen mit, sie kommen nach vorne so. Deswegen. Die, sie dürfen halt jetzt nicht das zweite kassieren, weil dann ist Ciao, dann ist Feierabend. Ja, schade, Digga. Ah, ja, ja. Wir, wir werden über das Spiel, -Spiel noch wirklich ausführlich auch noch in der Analyse nachzusprechen. Wir gucken uns das jetzt hier mit einem Organ Ich bitte auch euch, Jungs, ich muss mich da auch mit einschließen. <laughs> Schwierig Und? immer, wenn ein Spiel läuft, ein geiles Spiel, bei der Sache zu bleiben. Ja. Aber ähm, auch für die Leute, die das dann im Nachhinein gucken, damit die einen sauberen Stream haben. Bon Jovi, Bro. Er sagt, Jungs, analysiert ja auch Galer Pauk, irgendwie geht es um alles andere. Bro, ist es nicht gar nicht bös gemeint? Das machen wir seit 8. Warte, 1, warte, Bro. Bro. Ist es gar nicht bös gemeint? Aber jetzt unter uns Galalus, Bro. Wir, wir hoffen, dass keine Ahnung. Unser Ziel ist es, dass wir hier die ganze Super League äh, für jeden interessant machen. Und wenn du jemand bist, der nur Galle hören will, dann geht rausgehen will, ist es ein gutes Recht. Aber wir haben hier gerade eine Bistersportsparty. Und äh, ja, Bro, also, cool. gerade sein Tor gefallen, Bruder. Ja, ne, eine, sollen wir Bro, das jetzt ignorieren? So, wir sind gerade, bei der Galle. Ich habe es ja gerade gesagt. Ja. Wenn Tore fallen, so achten wir schon mal drauf, geben einen Kommentar. Ab. Äh, aber zurück zum Thema und äh, dann. Hast doch du das, was du, was du dir wünschst, Bro? Jalla. Wo waren wir stehen geblieben? Pauk. Pauk erwartet, erwartet starke Gegner. Erwart mal lieber nicht das 2-0 gleich, Digga. Ja, ähm, im Vorhinein aber hat man schon gehört, vor allem was die Defensive angeht, bei hohen, bei hohen Bällen, sind sie anfällig. Also. Offensiv schaffen sie sogar echt hier mit, mit äh, Ecken und äh, Kopfball, to äh, hier Tore zu erzielen, aber defensiv sind sie auch sehr anfällig für Standards. Und deswegen war mir eigentlich schon klar, okay, heute wird ein Tor durch einen Standard fallen. Und seitdem Osimhen da ist, wie, wie viele Flanken haben die in der ersten Halbzeit gemacht? Lass mich nicht lügen, so um die 30 Flanken, 26 bis 30 Flanken. Ja, schon oft, ja. Ähm, also seitdem Ozzyman generell da ist, flanken wir viel öfter, weil du einfach... Ich flanken äh, im ganzen Spiel gehabt. Bro, der Kommentator oder irgendjemand meinte gestern, glaube ich, 26 Flanken in der ersten aber Halbzeit. In der ersten Halbzeit? Ja. Und in der hast... zweiten halt dann nur viermal. Joe ja. Pauks sind vielleicht sieben. Im ganzen Spiel. Ja, die haben den Ball lieber flach gehalten. Ja klar, Bruder, es wäre ja dumm, wenn du so eine Waffe nicht ausnutzt. Und die Waffe war aber an sich schon da mit Ikati. Also so ein Flankenspiel. Ja, aber das, das ist, stimmt das auf jeden ist Fall. Das ist nochmal ein anderes Niveau. Also, also, in der Luft, ja. Ich fand jetzt nicht, dass Oziman, also wie er bei Napoli eingesetzt wurde, ja, der kann Kopfball, der kann auf jeden Fall auch in der Luft, aber ich glaube, der hat seine meisten Tore, oder am gefährlichsten war er fast schon ähm, am Boden. Also wenn man ihn quasi geschickt hat oder mit ins Spiel involviert das hat. Das macht er auch. Also ja. der ist ja wirklich komplett Komplettpaket, Paket. Ja. Komplettpaket und also, er läuft auch wirklich und presst und bietet sich an. Also er ist sehr wichtig für Gallas Offensivspiel aktuell. Ich will ja sein Tor nicht bekommen, ne? <laughs> Bro, es ist, es ist wirklich traurig. Das erste Tor wurde ihm vom abdul Cadillac weggenommen, jetzt gestern von äh, Baba. Baba. Digga, das ist doch dieser Baba, der mal bei Chelsea gespielt hat. Der hat, bei Fürth ne? war, Bro. Genau. habe ja. kennst du, ne? Ja. Der hat mit dem Fußball gespielt oder gegen den Fußball gespielt, Bro. Krass. Ja, jetzt ging er da. 23, ja. 23 ja. Minuten Chelsea, die ist das. Geisteskrank, <laughs> Bro. Ja, Pamanan, Wir kommen also von hier so. Ja, yeah, äh, der war bei Fürth. Dann Erlangen, Erlangen, so die ging. Krass, Alter. Und von Augsburg ist er, glaube ich, oder von Fürth. Von, Augsburg, Augs von Augsburg. Von Augsburg, ist die von Augsburg für 23 Mio. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, Aussie-Man, drei Spiele, drei Assists und eigentlich zwei Tore, laut, also auf Papier zwar nicht, aber du hast eigentlich 5 Scorer in drei Spielen gemacht, das ist wirklich schon ein sehr guter Start. Oh, Halland, mein... Oh! oh. Eigentlich. Kommt drauf an, sagen wir mal so. Ja, bloß, sagst sagst du es echt machen, Bro. Eigentlich. Na, warte mal, Bro. sagst du das Zierch-Ding War ein Zierch-Tor oder äh, das war Onana sein Ding gegen Manu damals. War full Onana's ja. Ding natürlich. Das. <laughs> eigentlich hat NC schon 8 Tore, Bro. Er hat 8 Großchancen, das Ja, aber was mal. denn? Bode, was ist ich, für ein Ding, Bro? Eigentlich hat er schon Bro, zwei Tore. Ich finde Tor, das ey. ist voll angebracht. Nee. Aber abdul -Kedem hat den Ball nur berührt, der hat nicht mal eine Richtung, der hat nur berührt. Der wäre so rein. Das gestrige Tor, Bro, auf der Linie hat er versucht zu klären, ist rein, Hanne. Ja. Also, Tam, das mit Abdul-Kerim sage ich noch eher ja, aber das andere war ein Eigentor, Bruder. Findest du nicht? Das war ein klares Eigentor, der Bro. Ist ihm, Bro. Der wäre rein, der ist ihm durch die Beine, hat es nicht Ja, geschaut, war, <laughs> Eigentlich muss er den da einfach aus der Linie kratzen, Bro, und kein Eigentor. Was ich damit sagen will. Was willst du eigentlich damit sagen? Ja, also, genau. So. Kommt. In drei Spielen hat er zu fünf Toren beigetragen. Hm. So, was würdest du dagegen sagen, Ossi? Herr, Herr lieber, Zöge, lieber Herr Ossi. Ich nicht In diesen drei Spielen hat er zu fünf Toren Minimum beigetragen. Jetzt habe ich nicht gehört. Was hat er? Zwei Assists, Assists und drei. zwei diese Tamar. Das sind keine Tore, aber er hat dazu beigetragen, dass sie gefallen sind. Boah, er hat einen super Impact aufs Spiel. Aber komme nicht mit Scorern, die du versucht auf Kampf irgendwie. Er hätte da und hätte hier. Er hat einen super Impact, Bro. Und hat sogar schon zwei Assists, richtig? Drei. Drei. Brutal, Bro. Brutal. Und dann im Chat habe ich es auch gelesen, es also war schon Gänsehaut. Oziman geht raus, Ikadi kommt rein. Es war nicht nur der Chat, es war Game Crusher mit 100 Bits und dieser Nachricht. Ja, Als Ikadi genau, reinkam und Oziman rausging, war es schon Gänsehaut. Ja. Gamecrusher, Dankeschön, Bro. Krass. Gamecrusher, vielen, vielen Dank und ich glaube nicht, dass man so ein Bild je wieder sieht. Also keine Ahnung, das ist schon historisch, man. Diese Ein- und Auswechslung, wirklich. Krasses Niveau. Osiman raus, Ikadi rein. Das mittlerweile erreicht worden ist von Gala. Also, wie gesagt, die Stürmerrotation. Naja, aber Bro, also es gab auch, also Gala hatte schon viel, viel größere Stürmer und Buruk wurde trotzdem entlassen, aber dazu Sonntag dann mehr. So weit sind wir jetzt noch nicht. Was? Was? Checkt ihr dann am Sonntag-Chat. Okay. Es gab schon viel. Ach so! Okay, aber ja, jetzt ist es. Also. <laughs> Buruk. Buruk. Da hat es immer noch nicht viel so gerafft, ne? Bro, ich habe es wahrscheinlich vergessen. Ich weiß, um welches Video es geht, ja, aber ich habe wahrscheinlich gut. den Joke vergessen. Egal, besser ähm, so. Ja, auf jeden Fall, ich fand, wir haben unser Ding durchgezogen, wie in den letzten Spielen auch. Wir waren die dominantere Mannschaft, haben mehr äh, Chancen gehabt, weniger zugelassen. Es gab vereinzelt Situationen, wo United genau, zum Beispiel jetzt Ende äh, der ersten Halbzeit hat uns den Arsch gerettet, so da hätten die Gegner 1:0 Führung gehen können. Oh, ja. Aber all in all, wir waren die bessere Mannschaft, die dominantere Mannschaft, haben unsere Chancen nicht ganz gut nutzen können in der ersten Halbzeit vor allem. Ähm, also ich bin froh, dass wir auch europäisch, auch gegen ein Park, den griechischen Meister, unser Spiel äh, so weiterspielen konnten. Das gibt mir wirklich Hoffnung. Weil vor ein paar Wochen, Monaten, vor allem so nach dem Champions-League aus, habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt wirklich, jedes Europaspiel wird ein Krampf. Aber nein, wir haben es auch in Europa geschafft und das freut mich am meisten. Weißt du wie, wie du hier da saßt, Bro, vor drei, ja, vier Wochen? Ja, Wahnsinn, Bro, wirklich. Ja, ja, Aber ey, okay. die Mannschaft hat sich ja. auch, also jetzt mal Spaß beiseite, die halbe Mannschaft ist ausgewechselt worden seitdem. Ja, Gott sei Dank, Digga. Gott sei Dank, Bro. Wo ist der? Äh, der trainiert aktuell im Ding, alleine im Fitnessstudio. <laughs> So wie ich ja. So, ja, nee, der macht geht, auch. viel. Nee, es essen Bro. So wie ich sag. Mit der Mannschaft, Bro. Ja, naja, man. Nee, ähm. Das ist auch so ein. Bishikdash hat. hat wirklich sich keinen Gefallen und gemacht. Trainiert und. trainiert, der Digga. <laughs> der hat auch Johnnys, Bro. <laughs> Papa von weiter. Diesmal <laughs> <laughs> Jakobs, Digga, <laughs> gehen die nicht. Die sind bestimmt hier in Abstand am zu schauen sag ich. hat cool. auf jeden Fall sich, glaube ich, keinen Gefallen getan, uns fünf Dinger reinzuhauen. Hätten die so ein 1-0 gemacht. So ich habe hab doch gesagt, gewonnen, Bro. Ich dann wäre alles in Ordnung das gewesen. Ist, aber. Das ist das ist, das, das ist Ironie, des Schicksals, dass euch dieser Klatsche sogar helfen wird, so weißt Aha. du? Das ist unglaublich, Bro. Seid die ich ich mit Worten, Bro. Ihr seid die Geister. Ihr seid die Paulista. Gabriel Paulista. Gabriel. Wenn du, wenn du schon bei Ismail Jakobs bist, ähm, ein Linksverteidiger, wie ihn Gala seit langem nicht mehr gesehen hat bis jetzt. Also ich finde wirklich. Defensiv, offensiv. Er ist nicht der technischste, das muss man ganz klar sagen. Und dann noch flanken könnte, ne? Ja, kann halt nicht. Und ab und zu spielt er auch ein bisschen schlampige Pässe so. Oder das Dribbling verkackt er mal gerne. Aber alles andere macht er wirklich solide. Und ich glaube, er ist auch ein großer Faktor, warum Abdul Kelly sich gefangen hat. Mit einem guten Linksverteidiger als Partner. Ähm, glaube ich, kann er da nochmal seine eigenen. Fähigkeiten besser zum Vor Vorschein bringen. Ja, also. Man braucht keine Angst haben, wenn er auf dem Platz ist. Der macht seinen Job, weißt du? Auf jeden Fall. Und wirklich das Laufpensum. Erst vorne, erst hinten, erst schnell. Also, du musst nicht unbedingt der technisch versierteste sein, um deiner Mannschaft zu helfen offensiv. Allein schon, dass du da bist, diese Läufe machst. bringt meistens sogar mehr, als wenn du jetzt einen Angelino hast, der nur flanken kann. So. Ja. Deswegen. Kriegt äh, auch viel Unterstützung von Yunus, ne? Kriegt viel Unterstützung. Ich finde Yunus und äh, Ismail Jakobs äh, Connection finde ich wirklich sehr gut. Dafür, dass sie erst seit zwei, drei Wochen zusammenspielen. Finde ich, die machen wirklich eine gute, äh, super Harmonie. Digga, ja. okay, Du Lutscher, Alter! Ja, Amati, sag ich. Wie ist, wer ist oh, das, Mann? Lutscher. Oh nein, hat, hat oh, oh, Alter, ist das oh. genommen, ja. Weiter geht's. Und. Ja, was wollte ich sagen? Jakobs. Muscheln. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und äh, tut gut. Ich glaube generell, die Mannschaft ist jetzt viel mehr nach Ockham Brooks Spielsystem ausgelegt. Also wirklich diese Seesh und Sahas und Tetes, die alle so Furzart-Transfers und transfer von Erden Timur und so waren, haben letztes Jahr uns nicht geholfen. Man hat einen Rajica abgegeben. Und ein, äh, ein Tette oder ein äh, auf rechts bekommen, beispielsweise. Und jetzt hast du wirklich wieder mehr diese diese ähm, Spieler, mit denen Ockhambrück mehr mehr was anfangen kann. Und ich finde ihn aktuell wieder auf Top-Niveau, also Höchstform. So. In Ockernburg? Höchstform? Ja. Bro. Es ist halt sehr komisch, weil vor einem Monat war die Stimmung völlig anders. Aber ich habe selten gesehen, dass ein Scheiter so schnell umgelegt wurde. Das Derby? Nicht nur, davor. Bro. also ja, aber Schon davor. Du, also weißt du, yeah. was ich meine? Das Aber Club, hat Dör gezeigt, okay, die sind wirklich da. Da dann wirklich, wo der Matchplan voll aufgegangen ist und man wieder den Ockhamburg aus der ersten Galason gesehen hat. Du, du müsst solche ja. Trainer auch an großen das, Spielen. Ja, so. Wir ja. haben ja gesagt, ey, seine letzten großen Spiele gegen ja. Fenetflon, gegen gegen Sparta Prag. So, und jetzt hast du das erste Derby nach dieser Wende gewonnen, auswärts und zu Hause das erste Europa spiel gewonnen. Ja. Genau die Spiele, woran wir ihn davor äh, gemessen und auch kritisiert haben, zu rechtermaßen. Ja. Auf okay. jeden Fall sehr, sehr gut. Und, und über einen Mann ja. müssen wir reden. Toreda. Toreda so, ist halt Toreda. So, ja, er ja. ist halt einfach Toreda. Mhm. Wenn, er, er, wenn, er, wenn er seinen Tag hat, dann ja. ist er wirklich der beste Mann auf dem Platz. Aber nicht, wenn er seinen Tag hat. Dann nicht. Er dann muss, muss er sich von David muss er sich dann hier... Ja ab. Trägt er eigentlich die Binde? Äh, nein, die nein. vierte, Bro. <laughs> Wer trägt für euch die Binde? Kein Eichhörn ist tatsächlich. Die Karte kam auch dann mit Binde. Ne? <laughs> der kam dann auch mit Binde, ja. ja. Nee, aber. Das ist ein geiles Wort, Binde. <laughs> Wirklich. Rafa! Gabriel, Sarah. Rafael. Rafa. Mustafa! Mach dich zur Legende mit deinem neuen Jahren. Mann, Alter. Du Zappelphilip. Bleib doch mal ruhig. <laughs> Zappelphilip. Der, der Mann. ist Immobile irgendwie verletzt eingeschlagen? Nee, Bro. Nee. Aufgeschlagen wie Sahne. Was sucht euch hier? Weiter geht's. Uh, Gabriel Sada, Bro. Sarah. Das Gehirn. Und ich weiß, uh, das habe ich schon bei Spielern wie Oliveira und so benutzt, aber ich bin <laughs> <finde, lacht> Unser Meister. <laughs> aber er war wirklich gut. Erste Saison, ja, Anfang ja. so. Ja. Ich habe jetzt TikTok hochgeladen. Hast du gesehen? Diesen Rückblick TikTok? Nee, hab nicht gesehen. Crespo, Getzon, äh, Oliveira. Okay. Ja, ja, Ich liebe diese Rückblicke. Ja. Ja. Ich feiere das. Nee, wirklich. Wir haben jetzt einen... Und ich würde mittlerweile auch nicht mehr Zehner sagen, das ist wirklich ein Achter, so er macht seine Säule sehr gut. Ähm ja, das Gehirn der Mannschaft, seitdem er sich wirklich integriert hat und auch mit Toreda so ein bisschen seine, seine Verbindung aufbauen konnte und generell das ganze Team so besser kennengelernt hat, er wird von Spiel zu Spiel gefühlt besser und. Wir sind jetzt sehr sicher, was, was wirklich das Passspiel angeht. Wir spielen schön schnelle Pässe, wir können uns äh, so ins letzte Drittel schön und schnell bewegen mit Ball. Ich finde aber auch, dass er äh, defensiv wirklich mit nach hinten arbeitet. Also eigentlich, das ist so der Spieler, der, der uns gefehlt hat. Und ich nehme jedes einzelne Wort zurück, was ich damals auf Twitter geschrieben habe. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir Salah geholt haben. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass es vor allem europäisch auch wirklich in die Hose gehen kann. Torreira und Sarah auf der, auf der 6 oder 8. Ich finde immer noch, man sollte ihm diese Freiheiten geben, sich offensiv komplett zu entfalten. Ich glaube, dann kriegst du, weil er ist ganz klar natürlich offensiv stärker wie defensiv. Und aber da, wenn er da weniger Verpflichtungen hätte, glaube ich, dass er noch mehr aufgehen könnte. Aber jetzt, stand jetzt, funktioniert es sehr gut. Es kann und, sein. Kann sein, aber ich finde auch wirklich beim Spielaufbau von hinten hat, hat, er, also hat er die entscheidende Rolle so. Er hat gestern auf der 6 gespielt, auf der 8 gespielt, teilweise auf der 10 und auch als Rechtsflügel in den letzten Minuten, wo man ins 4-4-2 mit Bad und geswitcht ist. Also er könnte auch weiter offensiv spielen, vielleicht echt so gegen Tottenham, hast du dann auf der 6 Kahn, Ayhan und Toreda und ihn auf der 10. Wenn man auch jetzt Mertens Leistung gestern sich anschaut, er war nicht ganz auf dem Damm, wie man in fifa -Modus sprache sagen würde. Sara soll alle Freiheiten haben, er soll sich da auf dem Platz bewegen, wo er das gerade für richtig hält. Aber hinten so, dass er nochmal so ein Absicherer hat. Abgesichts der Motor plus. Also ja, so <laughs> Motor plus auf 10 einfach. Und der soll dann auf dem Flügel, auf der 10, und links, rechts. Das ist einfach, weil er und Toreda und danach kommt schon die, die Abwehrkette. Das ist dann, da fehlt mir so ein Ding. Weil so hat er immer vielleicht diesen Hintergedanken, ey, ich darf mir jetzt nicht zu viel trauen. Ich darf jetzt nicht dieses allzu hohes Risiko eingehen. Ich glaube, wenn er das noch weg hat, dann kann er richtig vorne, macht er Ramba Ist nur meine Meinung, aber es funktioniert bis jetzt gut. Mal schauen. Blue Bro sagt: äh, mal er ist Geistklang, aber er kostet 20 Mio. Wer kauft ihn für 20 plus Mio, bitte? Aber erstens, Schmille. ich bin deiner Meinung, ich habe ja auch gesagt, bei diesem Youngster aus Brasilien den fender holen wollte. Ich finde nicht, dass, Gala, äh, dass äh, irgendein türkischer Verein den Luxus hat, hier knapp 20 Mio für ein Talent auszugeben. Im Falle Sada, er ist schon eigentlich ein gemachter Spieler. Also er hilft dem Team schon aktiv. Plus, Bro, ich bin sogar der Meinung, lass ihn drei, vier Jahre spielen, verkauf ihn für 12, 13. Hast du effektiv für drei, vier Jahre sieben Mio gezahlt. Also das hat auch der Mehrwert bekommen, weißt du. Aber ich bin sogar der Meinung, dass man ihn für Minimum 20 verkaufen kann, wenn er das vor allem auch auf europäischer Bühne zeigen kann. Champions League, vielleicht Europa League so. Aber, ey Jungs, was, was sind 20 Millionen mittlerweile? Also 20 Millionen, schon mal, was für Spieler mittlerweile für 20 Millionen gehen, auch türkischen Vereine. Boe für 30 verkaufen, Salah für 13, 14. Für, es ist immer, also wenn du einen guten Spieler kaufen willst, musst du blechen. Und wenn wir es einfach zu einer Routine bringen, dass wir immer wieder Spieler nach Europa verkaufen, dann kannst du auch solche Spieler leisten. So Nur ja. weil wir nicht genug verkaufen... Ist es dann krass, weil die Bilanz dann rot aussieht anstatt grün. Aber an sich, hey, diese Summen sind ganz, ganz normal geworden. Bro, man hat hier auch wirklich nicht in ein Talent investiert. Man hat hier wirklich... Für einen für gemachten einen, Spieler. Für einen gemachten Spieler, der dir deine Probleme löst, die du aktuell hast. Und von daher im Nachhinein sage ich auch, weil es sind auch, glaube ich, 18 plus Boni, also auch leicht zu erreichende Boni. Also ich denke schon, dass das realistisch über 20 Millionen sind. Dafür hast du aber wirklich den Mittelfeldspieler, den du in zwei Jahre nicht geholt hast. Und ich finde, das Ergebnis sieht man aktuell. Also, ich bin selten so glücklich gewesen in den letzten Monaten, was Skala was angeht, was, was das Spielerische angeht. Ich, es macht wirklich sehr, sehr Spaß, dieser Mannschaft aktuell zuzuschauen. Und ich freue mich jetzt schon Samstag aufs Kassenpascha-Spiel. Stark. Starke Worte. Wollen wir das Skala, wenn du mal hast, noch was hinzuzufügen? Ozimans Ding, Assist. Bruder, ja, da gut, hat, hat ja, wirklich sag. jeder gedacht, okay, jetzt kommt äh, hier der Ball aufs Tor. Aber er hat uns eines Besseren belehrt, da mal wieder auf Yunus abzulegen. Und da brauchst du Eier, Bruder, auf dem Ball so mit Vollschwann. Geiles Tor. Richtig Ach, doch mit Innenseite ja. bisschen safe, in der ja, cool. ballert drauf. Aber das ist dieses Selbstvertrauen, was er hat. Das merkt man noch voll. Auch sein, Ich glaube, die haben jetzt so eine voll, voll geile Connection. Man sagt, Oziman hat seinen Quadratskiller gefunden in Yunus. Ich glaube, auch nach dem Derby hat der unter Yunus seinen Instagram-Post, glaube ich, kommentiert. Oh, what a player oder so, oder what a game. Und auch nach dem Tor, wie die sich umarmt haben und so. Also, das sieht nach einer. Allgemein, also, das ist auch das, das. So, der größte Unterschied, den ich jetzt bei Gala in den letzten Wochen gesehen habe, diese Harmonie in der Mannschaft. So, das merkst du spielerisch auf dem Platz, auch neben dem Platz. Und, also, wenn, wenn, wenn deine Mannschaft harmonisch ist, wie eine Familie so ist, dann schlägt es immer auch auf das Spielerische ein. So. Und das sieht man bei Gala aktuell, dass gerade außerhalb des Platzes und auf dem Platz vieles stimmt. Das ist das Allerwichtigste. Also eine Mannschaft muss eine Mannschaft sein, ja. weil sonst kannst du vergessen, dass du irgendein Spiel gewinnst. Und das war Gala Anfang der Saison nicht. War es nicht, ja. Zu viele Baustellen, zu viele Probleme, Vorstandsspieler, dies, das. Zu viele das. Egoisten. Ja, zu viele Egos. Zu so viele, so viele Spieler, die, die sich selbst im Vordergrund gestellt ja. haben, die Mannschaft. Ja. Also, Apropos wenn, Egos. wenn einer sich so schade ist, für seinen Teamkameraden zu laufen, obwohl er den Fehler gemacht hat, dann hast du schon den Wurm mit drin, Bro. Apropos Egos, Batshway hat gestern keine gute Körpersprache gehabt. Das habe ich gesehen, hat, ja. Hat in zwei Minuten wirklich sehr oft oder zweimal so richtig fahrlässig ich hier den Ball hergegeben, in den wichtigsten Minuten. Ich verstehe, also ich finde auch, dass Orkan ein bisschen reingeschissen hat, erst Ikadi einzuwechseln als Batchwai, weil Batchwai ist fit, ist nicht verletzungsanfällig. Hau ihn in der 60. oder wann du Ikadi reingenommen hast, hau da Batchwai rein und für die letzten 10 Minuten kannst du dann immer noch deinen Ikadi reinhauen. Ach was, bro, nicht, gar, bro, ganz klar und deutlich, du bist mein dritter Stürmer, fett. Ja, das weißt du doch ja, selber, willst Bro, du mit dem Sieg reinstarten. Bro, oder willst du die Leute äh, willst du alles glücklich machen? Bro ja, Icardi was hat ich, schau mal, hat ein brutales Tor gemacht und ich habe mich wie ein Kind gefreut. Aber sind wir mal ehrlich in dem Spiel erst neu aus der Verletzung raus er darf maximal 20 Minuten laut Team Teamarzt spielen. Was hat Icardi dem Spiel gegeben Bro? Also wirklich spielerisch. Du hast einen Osiman davor gehabt der nach links gerannt ist nach rechts gerannt ist der drei Leute bei sich gehalten hat. Versus ja. da kommt dann Icardi dem du halt den Ball so vor die Füße legst und der macht dir das Ding. Aber so Presste? Nein, vor allem, Al vor allem in der, äh, in der Verfassung nicht. Findest du Osman besser wie Kadi Also jetzt bei Gala? Findest du Gala besser imp als Impact Also Sting wirklich, was das Teamspiel angeht, auf jeden Fall. Also wenn man wenn man jetzt sagt, okay, schau mal, man hat ja viel geliebt mit dieser Dreierkette und Doppelsturm, ne? jetzt läuft ja diese Formation gerade. Wie würdest du gerade auf symbol das würde mich echt interessieren, würdest Ey. du jetzt, um Icadi mit reinzunehmen, die Aufstellung ändern, in den Doppelsturm gehen? Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich Mertens raus und Icardi da irgendwie in dieses System bringen, weil Yunus kannst du in der aktuellen Verfassung nicht äh, auf die Bank packen. Barisch bleibt essentiell. Jakobs ist ja der linksverteidiger, den wir gebraucht haben. Also, wenn ich mir die ganzen Positionen anschaue und ich will einen Icardi neben einem Aussie-Man mal sehen, würde ich wahrscheinlich einen Mertens äh, auf die Bank packen, vor allem auch dem Alter geschuldet. Ähm das würde ich gerne sehen. Ich weiß halt nicht, ob du dann wirklich Icardi auf der 10 hast, weil ich finde, diese 10er-Qualitäten hatte. Er hat einen wirklich feinen Fuß, auch die Übersicht. Oder ob du es wirklich bei einem, bei einem Doppelsturm äh, belässt. Aber ich würde die beiden so aufstellen. Digga, das ist echt, also man muss es sehen. Ich sage nach wie vor, <laughs> Icardi im Doppelsturm muss man mal gucken. Aber wie du schon sagtest, in, in den letzten Spielen, wo er noch gespielt hat, die Saison vor allem. Hat er sich fast schon von selbst immer wieder in so eine Zehnerrolle hineinfallen lassen. Weil ich glaube, nicht ganz freiwillig. Nicht ganz freiwillig, das ist ja das Ding. Und äh, wenn er so spielt, wie er spielt, so wie man ihn aus seinen besten Kar Tagen kennt, als klassischer Neuner, im Strafraum agieren, auf die Bälle wartend, dann äh, müssen wir gucken. Ich glaube, ja. Mertens bringt halt auch schon. Lustigerweise, in, der, in, in Europa finde ich ihn schwach, aber in der Süperlig finde ich ihn gut. Ja. Ganz kurz, also Kahn sagt es, Vorlagen. Sehen wir ja, wie, wie gut die sind, wie gut er seine Mitspieler auch in Szene setzen kann. Wenn Icardi mitmacht, glaube ich, ist Ozyma nicht das Problem. Dass Ozyma auf die Zehn geht? Nein, dass beide im Doppelsturm funktionieren können. Er muss man sehen. Also Aber echt, Bro, dann Ahnung. hast du ein zweimittelfeld mittelfeld halt, ne? Dann muss, ne, muss nicht sein. zwei nee, 5 denn? 2 meinst du? Ja. Dann hast du einen Jonas nicht, dann muss Junus auf die Zehn. Ich würde, junus oh, könnte den linken Wingback ganz gut spielen. Was mit Jakobs? <laughs> Boah, es geht nicht auf. Du siehst es, ja, das geht nicht, das geht nicht auf, ja. naja, du Also für mich krachten. muss Jonas aktuell spielen. Jakob muss auch spielen, Bro. Und du machst, ein, keine Ahnung, so zwei Sechser, ein Achter, also zwei Achter, ein Zehner. Ja, aber das ist ja schon geht das Problem, kommen, Bro. Mal. Allein diese Knobeln. So, ja. so ist es ist gerade notwendig, Digga. Wenn wir jetzt mal wirklich nur den Spieler anschauen, scheiß mal auf die Formation, welchen Spieler würdest du am ehesten aktuell rausnehmen? Aktuell? Ich Mertens. Ich auch Mertens. Okay. Aber ob das, ob das zielbringend ist, weiß ich nicht. Müssen, müssen wir ja Als schauen, nächstes, Bro. Also, ich hätte zwei Sachen, die ich gemacht hätte. Ich hätte es im FIFA 2 versucht. Und dann hätte <laughs> Danach ich. Hast du halt wirklich ein Zweimittelfeld. Oh, Bro, FIFA 2 ist asozial, Bro. Ich FIFA sehe. 2 hätte ich versucht. Und äh, dann mit Ikadi und Ossiman im Doppelsturm. Man, man. 4-2-3-1 kann man meinetwegen probieren. Ähm, Bro, im Wichtig das Wichtigste ist ja, wie du gegen den Ball stehst. Wie steht denn Gala gegen den Ball? Gegen den Ball bist du immer noch in der Viererkette. Ja, also das ist ähm. doch dein, wenn du, ich finde, wenn du, wenn du zwei Viererketten gegen den Ball hast und zwei Stürmer, also ich finde, gegen den Ball ist FIFA 2 wirklich eine der besten Formationen, die du machen kannst. Weil du hast zwei Viererketten, die deine Mitte, deine Mitte Kompakt halten und deine Flügel auch. Und dann hast du zwei Stürmer, was richtig geil für den Stürmer ist, weil dieses Anlaufen, erste Pressing, als Einzelspitze, das geht dir richtig auf die Puste. Aber wenn jeder so seinen Sektor hat, der eine macht da und der eine macht da, ist es extrem gut. Dass du dann beide hast. Und ich finde, man sieht es auch oft, auch wenn du im 4-2-3 selbst Mertens als Zehner. Äh, Mertens und Ossiman, also der eine geht mal links, der eine geht mal rechts, weißt du, ich meine? Dann, es ist irgendwie ein 4-4-2. Wie du es dann mit Ball machst, <laughs> muss, man, muss man sehen, aber du könntest dir auch äh, noch Barisch mit nach hinten holen, dann hättest du vielleicht diese Fünferkette gegen den Ball, weiß nicht. Ich habe mir auch gestern gedacht, was hältst du von der Idee, Ossiman wirklich ähm, so ein bisschen als Rechtsflügel zu sehen? Nein, finde ich gar nicht. Gut. Nicht komplett nicht der klassische Rechtsflügel, wie es jetzt beispielsweise ist. Ah, Aber ich sei. da seinen Platz, Bro. Stell dir da keinen Spieler vor die Nase. Bro, das Ding ist, sonst da muss halt echt die Karte auf die 10. Also, ich finde, man ist schnell genug, äh, kann trotzdem mit in den Strafraum ziehen. Also, der Bro, nicht wirklich der klassische Flügelspieler, sondern stell dir den als zentralen Stürmer vor, der halt sehr oft nach, nach rechts zieht. So. Ich sag's jetzt, Bro: aktuell, so wie er spielt, dieses 4-2-3-1 ist für mich. Seit dem bayern münchen spiel das beste Gala, was ich jetzt schon seit langem wieder gesehen habe. Und ja, da warum ab, sollte ich dieses System jetzt anfassen? Da musst du aber es schaffen, dass Icardi genauso wie ein Mertens nach vorne und nach hinten läuft. Und nee, Bro, ich sag dir so: also, ich würde ich würd gerade nichts anfassen, Bro. Ich würd, willst du an Icardi und But, Also, Butchai ist sowieso auf der Bank. denke ich gar nicht dran, aber aktuell würde ich erstmal Icardi auf der Bank lassen. Boah. Ich würde es mal probieren. Am besten, vielleicht jetzt gleich gegen mich mit der Kassenpascha. Kassenpascha. Du weißt nicht, ob es der beste Zu Hause oder auswärts? Zu Hause ist trotzdem mal harter Blocken. Weiß nicht, ob es der beste Ding Aber ja, probier es. Und dann kannst du mal Ikadi mit äh, mit machen, äh, mit äh, Ossiman. Aber man darf auch eine Sache nicht vergessen. Schau mal, es sind jetzt noch zwei bis drei Spiele. Kommunizierst gut, dann hast du Länderspielpause. Vielleicht kannst du da dann nochmal was ein, einstudieren, einprobieren. Ossiman ist zwar dann weg, aber Ikadi ist dann da. Dann kannst du nochmal neu variieren und gucken, wie, wie es nach der Länderspielpause weitergeht. Aber du hast noch zwei Zyplik-Spiele Spiel Spiele und ein Europlik-Spiel. Drei Spiele, es läuft gerade perfekt. Ähm Deswegen frage ich dich ja, wenn es im 4-2-3-1 bleiben sollte, wie es jetzt ist, wie würdest du es machen? Ich würde Ikadi für Mertens aufstellen. Ich würde es probieren und den Rest würde ich an sich gleich lassen. Okay. Oh, krass. Was sagst du, Ossi? Gala muss und wird doppelt so spielen. Komm was wolle. Du kannst nicht zwei Spieler, die zweistellig verdienen, einen auf Bank lassen, Bro. Vielleicht also auch wirklich. Ja, die Rechnung geht nicht. Auf. Ich, ich denke halt vielleicht auch wirklich an so ein 3-4-2-1. Also ja. wirklich mit diesen zwei Zehnern, einer davon ist Yunus und der andere ist dann Icardi oder Ozil, so. Ähm, ja, also, mit Ball vor allem. Also wirklich, dann bist du halt gegen den Ball vor allem in Hast du mit einem Icardi der, klar, was er dann im Spiel macht, natürlich wird, er, wird einer sich öfter fallen lassen müssen. Aber also ich bin immer der Fan von, du brauchst drei Mittelfeldspieler im Zentrum. So, das ist so mein Ding. So mit zwei gegen gute Mannschaften bist du mit zwei meistens verloren. Im Mittelfeld gewinnt man Spiele oder verliert sie. So, ich presst die Presse nicht wie ein Märchen, sich mal ansatzweise. Deswegen. Aber ey, wir haben die Halbzeit komplett. Wir hätten eine kleine Herbstanalyse analyse über Bischersch machen können. Nee, passt schon. Es war gerade okay. ein geiler Talk. Ja, es ist ja so schlimm. Go Egon 1 ist im Ersten. Vielen, vielen oh. Dank, Bro, für deinen Support im September. Vielen Dank, Brudi. Go, Go. Gun. Go Gun. Go Gun. Go Gun. Vielen, vielen, vielen Dank. Go Egon. Go Egon Kowalski. Ey, Juli, Spiel, Bro. Oder ihr Ratsch, spiel machst du heute mit mir? Ja, Mann. Tottenham karaba 2-1 Karaba. Es ist die 23 Minute, vielleicht muss ich es erwähnen. 1-0 Tottenham. 1-0 Tottenham mit einer roten Karte. Dragushin. Also, ergebnis war es mal richtig. Aha, Dragushin. Ja. Roma Athletic. 1-0 Rom. 1 Rom, Rom. Dovik. Leon Olympiakos, Halbzeit. Olympiakos 1-0. 1-0 0-0. Frankfurt Pilsen, Halbzeit. 2-0. 0-0. 1-1. Ja, sonst. Sonst, nee. Okay. Dann auf jeden Fall Gigi an Gala, Wichtiger Sieg. Auftakt in der Europa League. Ja, ja, ja. Sehr, sehr gut. Und auch Fener hat Punkte für die Türkei geholt. Mit nach Hause. Nach Hause. Auch ein Heimspiel. Ähnlich wie Gala, aber gegen den belgischen Vertreter Union saint julien Der Gegner ist uns ja kein Fremder mehr. Kennen wir schon von der letztjährigen Saison in der Kampf im Conference League Achtelfinale, oder? Waren die war ja. das unser Gegner. Ja, im Viertelfinale sind sie dann auf Olympiakos. Genau, genau, die dann die Conference League gewonnen haben. Ja. Ja. Zum Spiel ich habe wenig erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Das muss man auch mal schaffen. Also die, die Reaktion nach dem Derby, die man sich vielleicht als Fan hätte erhoffen können oder wollen die blieb aus es war keine ahnung wirklich ein Grottenkick, vor allem in der ersten halbzeit sehr sehr einfallslos und wirklich auch sehr schlecht mit und ohne ball gespielt also man hätte auch vor allem was war das direkt in der ersten minute oh. eine riesen chance ja aus also der löscht noch im letzten moment und du konntest Du hattest keine Kontrolle über das Spiel. Also im Spielaufbau es verloren, weil Union sehr aggressiv äh, und hoch draufgegangen ist. Dort ist, du hast mit langen Bällen gearbeitet, die wir auch vorne nicht halten konnten, weil ein Jeko fehlt. Hey, Wollen wir uns mal kurz die gleich, Startaufstellung gleich, 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 anschauen? Machen wir gleich. Lass davor noch ganz kurz über das Spiel reden. Ja. Ich finde, du hast bei einzelnen Spielen hast du wirklich gemerkt, dass sie versucht haben, eine Reaktion zu zeigen. Fried zum Beispiel von Anfang an hart in die Zweikämpfe war. Also er wollte wirklich diese Reaktion zeigen, aber beispielsweise ein Irfanjan ist gar nicht gut in die Partie gestartet. Also die ganze Mannschaft muss diese Reaktion zeigen, damit man als Team hier äh, auch dieses Selbstvertrauen wieder gewinnt. Ich finde, das war so ein bisschen das Problem. Du hast einige Spieler gehabt, die wirklich am Start waren, aber einige Spieler haben immer noch gepennt und das war dann halt umso schwerer. Nach, diesem, nach dieser Derby-Niederlage, also diesen Charakter zu zeigen und sagen, ey, wir sind trotzdem hier und keine Sorge. Ähm, ja, das war so mein erster Eindruck, was, was die erste Halbzeit oder die, die, die ersten Minuten der ersten Halbzeit angeht. So habe ich es wahrgenommen. Und, ja. Also, Mourinho hat vor dem Spiel ja groß geredet. Ja, wir haben unsere Lehren gezogen aus, aus, aus dem Gala spiel Wir werden jetzt nicht nur. Also namentlich rotieren, sondern wir haben auch taktische Anpassungen vorgenommen, die ich mal nicht sehen konnte. Es war ein ähnliches Spiel wie gegen Gala, die ähnlichen Probleme habe ich gesehen. Und es war wirklich... Also die, die Spieler wirken einfallslos, unglücklich, irgendwie... Keine Ahnung, ich hab, wie oft habe hab ich in der ersten Halbzeit also allgemein im Spiel gesehen, wie sich zwei Spieler anschnauzen und so, weil... Die sagen so, komm doch kurz, geh doch lang, mach das. Also immer irgendwie, keiner weiß, was zu tun ist, so gefühlt. So kommt mir vor. Also die Mannschaft ist eigentlich seit zwei Jahren so, dass so Grundgerüst steht, die Spieler sollten sich gut kennen, aber diese ganzen Abläufe sitzen gar nicht und es ist wirklich eine komplett neue, neu zusammengewürfelte Mannschaft. Und so klar, wir wussten alle, was uns ungefähr erwartet, aber. Wenn ich kein Offensivspektakel kriege oder ansatzweise irgendwas, dann will ich aber auch hinten nicht zittern. Aber es ist ja beides nicht. Vorne geht nichts und hinten muss ich beten, dass Iwakovic hier die Null hält. Der wieder ein sehr gutes Spiel. Wieder gemacht ein hat. sehr gutes Spiel. Auch Elfmeter rausgeholt. Wieder ein. Also, der tut mir so leid, Bruder. Der hat wieder ein Elfer rausgeholt und wurde dafür nicht belohnt. So wie gegen Olympiakos Hat er drei Elfer gehalten und trotzdem rausgeklungen. <laughs> hält Meter und kriegt trotzdem ein Tor dann. Ach komm mal, schmeißt euch weg, Alter. Ich fahre mal kurz auf die Elf, die José ins Rennen geschickt hat. Er hat äh, ja. Ist jetzt PK, euer Stamm-IV? Dritte Spiel in Folge? Ich würde sagen, oh Charlat ist immer noch der Stamm-IV. Ja, sowieso. Boah, hat gegen kasper das Spiel seines Lebens gemacht und wurde dann gegen Gala gebancht. Ja, für Giku. Schon, ja, jetzt oh. da. ja, jetzt wieder da. Jetzt wieder da. Die Same. Ja, Giku hat auf jeden Fall hier einen, einen Denkzettel verpasst bekommen. Also für die, die jetzt Boah, nicht ganz ehrlich, aber hat der, der war doch nicht schlecht gegen Gala. Aber ich fand ihn yeah. wirklich nicht schlecht gegen Gala. Ich fand Boah. auch Chala nicht schlecht gegen Gala. Ich, ich fand, fand bei Gala war das, lag das Problem völlig woanders. Ja, 100%. Aber ich fand schon Jiku ein schlechtes Spiel gemacht. Chala okay. war, war besser gegen Gala, finde ich, wie Giku. Okay. Und keine Ahnung. Er hat ja auch, es ist ja natürlich, er äh, labert ein bisschen, ne? natürlich ist auch ein bisschen rotieren auch. Du hast ja die Breite, die musst du auch ausnutzen. Ja, merkt, du sagst, Ossi, aber du wolltest doch mit Mourinho Scheißfußball, aber Hauptsache gewinnen. Aber das ich, ist auch nicht der Fall. Also ja, eben, ja, nee, halt, wie gesagt, ich muss nicht, ich hab, wie, ich, wie ich vorhin gesagt habe, Bro, ich muss nicht offensiv hier Expected Goals von 4, 5 haben, aber dann will ich auch, dann erwarte ich, wenn du offensiv nicht so am Start bist, dass wenigstens defensiver sitzt, aber es ist ja. Ist ja auch nicht der Fall. Deswegen. Und du bist jetzt Stand, sechste Woche bist du fünf Punkte hinter deinem Wahlen. Also so. ergebnistechnisch ist man ja auch nicht zufrieden. Eben, eben. Das ist halt auch deswegen, ja, wieder wirklich ein, ein Spiel, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Sieg, ja, ich bin, ich bin froh über den Sieg. Aber gegen diesen Gegner in dieser Verfassung, ich will gesagt, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe wirklich nicht viel erwartet. Und wurde trotzdem enttäuscht. Das ist eigentlich, beschreibt dieses Spiel perfekt. Juli, was sagst du dazu? Ja, also, ich meine, wir wussten von Anfang an, was wir bekommen. Mourinho in Europa, nicht immer attraktiv, aber erfolgreich. Und ich glaube, er selber ist mit dem Ding gar nicht mal so unzufrieden, denn man hat drei Punkte eingefahren. Und in Europa bin ich dir auch ganz ehrlich, sie. Ja, ich glaube, man würde jetzt vielleicht anders reden, wenn dieses Gala, die Gala-Niederlage jetzt nicht vor ein paar Tagen gewesen wäre. Aber ich glaube, in ein paar Wochen wird man an dieses Spiel gar nicht mehr denken, sondern wird sagen, ey, hier muss man einfach weiterkommen, hier muss man einfach seine Siege einfallen. Und, äh, und gut ist, also wir waren noch nie Freunde von José Morinos äh, Spielstil. Das haben wir aber auch schon damals gesagt, als er äh, verpflichtet wurde. Wir haben aber auch gesagt, ey, wir haben hier einen Trainer. Der eine gute Vita in Europa vorweisen kann. Vor allem in den letzten zwei Jahren mit seiner Station bei Rom. Und ähm, es ist genau das, was du. Es ist genau das, wir haben genau das bekommen, was wir erwartet haben. Drei Punkte zum Auftakt, Bro. Nicht mehr, nicht weniger. Viel durchrotiert. Amrabat von Anfang an, das erste Mal. Ne? Ja. ja. Äh, von Anfang an, das erste Mal. war von Anfang an, das erste Mal. Ähm, das Mittelfeld hat so von, das erste Mal zusammengespielt. Der Sturm so das erste Mal zusammengespielt. Und man muss aber auch sagen, dass, wenn, wenn ihr das vor allem der zweiten Halbzeit ein bisschen schlauer und nicht so verstolpert zu Ende spielt, hättet ihr die auf 5-6-1 abschießen können und äh, richtig krass reinstarten. Ja, wir hätten aber auch 3-4 kassieren können. Ja, das stimmt auch wieder. Aber also, am Ende des Tages würde ich schon sagen, dass vor allem nach der roten Karte ein verdienter Sieg für euch war. Ja, verdient war es schon natürlich, aber. Es ist, halt, es ist halt die Derby-Niederlage. Ich sage ja, also wenn so. das Ding nicht gewesen wäre, hättest du jetzt keine Ahnung, gegen Hatter gespielt am Wochenende und du hättest 2-0 gewonnen, ja. dann würde man von der Streak reden und sagen: Ey, Fenner ja. ist auf, jeden, auf einem richtig guten Dampfer. Ja, genau. So, das ist halt, meine, ja, genau. Das verblendet gerade immer noch ein bisschen was. Was auch normal ist und auch richtig ist, Digga. Du, es hängt eine fette Wolke über Cardi weil eben es fett geregnet hat vor ein paar Tagen. Ja. Da hätte man sich vielleicht eine etwas andere Reaktion gewünscht, dass man halt aus den Fehlern gelernt hat, dass man jetzt. Ja klar, es sind nur ein paar Tage dazwischen. Oh nein, oh, nein, 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 nein. nein. 2-0. Fuck, man. 2-0 äh, für, für Ajax. Äh, für Ajax. Aber ja, ist auch völlig verdient. Ajax ist die bessere Mannschaft heute, ja. Muss man neidlos anerkennen. Ist halt ein Top 1 Gegner auswahl Wie sind die Siebter dieses Jahr, ja. Also, ich weiß, Europa, andere Wettbewerbe, nochmal andere Motivation aber. Ich muss sagen, die Holländische Liga hat wirklich in den letzten ein, zwei Jahren mit dem Downfall von Ajax, finde ich, ordentlich an Niveau, Niveau dazu gewonnen. Du hast zwei Mannschaften in der Champions League, PSW Eindhoven. Hey, wer ist das? Wieder Unana? Ne? Nee, Musrati. Tut so, doch deinen Fuß dazwischen, ja. Kann doch nichts machen, merkt am Ende. Nein, ich meine, bevor der Pass zum torschützing so, ja. ist. Nee, auch, ja. auch in der Höhe schon verdient, Jungs. 2-0 aktuell. It is what it is. Ja, jetzt wird es schwer. Ja. schwer. Im besten Falle wenigstens 2-1 oder so, weil also in dieser in diesem Ligasystem, was wir jetzt haben, äh, zählt jedes Tor, jedes Gegentor, Tordifferenz. Mhm. Aber ja. Einfach gesagt als getan. 2-1 heißt dann auch wieder halt, 2-2 ist nicht weit weg, ne? Mhm. Also, wir haben jetzt 15 Minuten, komplett abschreiben möchte ich das Spiel nicht. Einfach Aber weitermachen. Du siehst gerade schon. Ajax ja, klar, jetzt haben sie. Die wenig Räume. Jetzt wird es schwieriger, leichter wird's nicht, ja. Genau. Verlust. Ja. Dunkle Wolke, Kalle Also, Andere viele Reaktionen. Spieler spielen einfach unter dem Niveau aktuell. Das ist für mich. Beim Gallas Nee, wo gesagt? Nee, bei Bischasch habe ich ja gesagt: ey, ein Giovanni Van Bronkost holt aus den Spielern, die tot geglaubt waren, jetzt nochmal wieder was raus. Das ist für mich ein, ein Indiz dafür, dass ein Trainer sehr gut funktioniert. Oi, zweiter also Aluminiumtreffer. Ich wirklich. Sven, so ein fataler Fehlpass in die Mitte. Ganz schwierig gerade, ja. Das los. ist auf jeden Fall anders. Das ist. Das erste Mal, dass Bischkasch auf diesem Niveau spielt, so mit, mit diesem ja. Trainerteam und mit dieser Mannschaft. Auch auswärts. Auswärts ist wirklich nicht leicht. Ich habe Ich habe Oder. Ich habe in dieser Saison noch nie so. Hilflos gesehen. Ja, noch nie vor so großem Punkt. Außer gegen Samsung. Samson war so schwer. Schöner. ey, Mann. Schade. Auf jeden Fall, bei Bischkasch habe ich das Beispiel gebracht, ey, schau mal. Er, bringt, er holt aus seinem Onana was raus. Svensson sieht gut aus. Was weiß ich, Rashica sieht viel besser aus. Und bei Fener ist es gerade so, dass Anders die Spieler, so. die individuell stark waren, jetzt, sagen, jetzt einfach wirklich eine, eine schlechte Formkurve haben. Das halt liegt halt am System, die einfach nicht passt zu diesem, zu diesem Kader, den Fenner hat. So, du kannst einfach nicht mit Tadić und Jekos und Irfans. Einfach so große Abstände haben und diese Spieler laufen lassen über 60, 70, 80 Meter. Die müssen auf engem Raum spielen. So, der, ich weiß nicht, so, das haben diese, das ist halt das, wenn du dem falschen Trainer eine falsche Mannschaft gibst. Vitor Pereira wollte auch Tempofußball, fußball mit Mesut Özil, Irfan Can und so spielen. Das geht halt nicht. Du, aber wenn Vitor Pereira, gibt dem mal drei, vier Jahre Zeit, lass ihn seine Spieler holen, seine die Kressbus, Mesbus, grad, Ach du Scheiße. Tschüss, Boah, also, was ein Tor. Alter, shit, Mann. Jetzt wird's eklig, Mann. Ja, okay, ciao. Das Spiel mm, ist gelaufen. 3-0 Ajax. Boah, Bro, was haben wir da für ein wunderschönes Spiel zurückgemacht. Ja. spiel Spiele echt stark. Anna verkackt oder das? Gala muss auch noch gegen Ajax, ne? Ne, gegen... Ich glaube, ihm muss gegen Ajax, oder? Gegen AC müssen wir, glaube ich. AC Milan. Alkmaar. Nein, oder? Ja, irgendjemand. Nee, wir nicht. Ich glaube, ihr, Digga. Nee, ich glaube, glaub, Fenner spielt gegen Ajax. Echt? Ich glaube, wir spielen gegen AC Alkmaar. <laughs> nee, ne? Gala Ajax, Gala Ajax, ja. Auch auswärts. Wir Wie Spaß, Wir spielen gegen oder? Ajax, wir spielen gegen Alkmaar, sagt der ich sag's gleich. Gala gegen... Nee, wir müssen gegen Aj oh, Gegen Bayern, Gala gegen was? Ajax. Äh, Fener spielt gegen Fente, äh, Twente, sorry. Naja, und ihr gegen Ajax. <lacht> und, <lacht> oder? Warte, ich, halt ich glaube schon, ja kann schon sein Hä? Gala Tottenham und. Na, ah, sorry, ich spiel, am letzten Spieltag gegen Ajax, glaube ich. Ja, in, in Amsterdam? In der Amsterdam Arena. Arena. Ist, am 30. Januar. Das wird wild. Am letzten Spieltag. 30. Wo, Januar? Ja, wo alles Tag war. nachdem Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Genau da, bro, nach deinem Geburtstag. Oder nee, am Tag. Ja, nee, so am. Am, Tag, ja, am Tag. Tor, Philipp Amtor. Jetzt und jetzt, Ach, komm. Stimmt, ja, nee, am spielen rüber. Was, sind für, was sind das für Schlampenpässe eigentlich? Schlampen? Schlampige, ich ja, meinst, Alter, du meinst Schlampige -Pässe. Pässe, Alter. Crazy <lacht> Info <lacht> erstmal sage. Ne? Du meinst Schlampige Pässe, richtig? Ja, ja, meinte. Nee, Schlampenpässe, das sind nicht Schla Schlampen, Das sind bro, wirklich ja. so. <laughs> Twitch. Ja, das kommt auch noch auf YouTube, Bro. Ja, Mann. ja Mann. mit Timestamp ja, bitte markiert diesen Bereich. Bisch spielt Schlampenpässe. Auch nicht mit zwei Monaten unter einer Brücke mit so einer Kaffeetasse, <laughs> sagen, <Mann>. <lacht> <lacht> Ich wie Jake Elgin, Bro, macht da so Pose. Okay. <laughs> Fenner, Fennerly. Rede. Ja, wie gesagt, ein Schimanski, Jetzt, ja, rede, ich würde ja, wirklich, wirklich würde gerne Mourinhos äh, Worte gerne in sein Anus schieben wieder, wenn ich drei Schimanski hätte Dann, wenn ich boah, wenn ich nur elf Schimanski hätte, keine Mannschaft, ich würde nicht antreten, Bro. Ich würde sagen, ich verliere die Spiele, ich trete nicht an. Schimanski seit Rücken von der letzte Saison schon nicht gut, Bro. Nein, da hat er noch. Ich höre jetzt. Also du merkst nichts. es an jedem Pass. Er spielt jeden Pass mit so, einer, mit so einer Angst irgendwie. so. Jeder Pass ist wackelig. Jede Aktion von ihm in der Rücken und einem die Tore vielleicht gefehlt. So spielerisch war er immer noch sehr wichtig für die Mannschaft. Aber jetzt, es ist wirklich, bei jeder Aktion merkt man einfach eine Unsicherheit. Und das ist dein Zehner. Der Zehner von Fernandes darf doch nicht so eine Unsicherheit ausstrahlen. Also wirklich. Also ich sage ehrlich, Komplett Digga, ich finde find Schimanski für mich in meinen Augen, das was ich jetzt in letzter Zeit gesehen hat, nicht mehr, also ich finde, Fernandes sollte nicht mehr mit ihm auf der 10 spielen, vor allem weil ihr viel bessere Alternativen habt. Aber was ich mir vorstellen kann bei ihm, jetzt ist halt auch das, die, die 6 und die 8 stacked, ähm, mir hat er da damals im Zweikampfverhalten richtig, richtig gut gefallen. Gegen Lille, gegen, weißt du noch? Gegen Lille. Im Rückspiel kann aber okay. da fand ich ihn gut. Aber für die 10... Boah, da, wenn er so spielt. Für die 10, Bro, bin ich dir ehrlich. Würde ich andere Spieler bevorzugen bei euch. Bro, er trifft seit 24, 23 äh, Spielen nicht mehr. Ja, Kein Tor. das ist Seit Rückrunde. Ja. Aber ich muss sagen, die Hinrunde Schimanski war für mich einer der besten Spieler der Super League. Ja, klar. Hinrunde Schimanski war ja, ja. sehr, sehr stark. Ja, da war aber Ort. ganz Fenner sehr gut letztes Jahr. Ja. Seit der Rückrunde, du aber hast lang. recht. Kommt, äh, jetzt. Mach ihn Moruk. Kehrt so ja, Warum, Mann? Bist du blöd, Alter? Was sind das für dumme Entscheidungen? Junge, legt er da noch zurück? Warum? Alter. sagst, Bro, ein Zehner, der defensiv stärker ist als offensiv, weil er offensiv tot ist. Also das muss man mal schaffen. Der hätte auch auf zerdrückt. So. halt erstmal. Ne? Ja, also so einen Spielertyp wie Schimanski braucht man, wenn du mit Jeko und Tadic spielst. So, du brauchst so einen extra, weil die, die Laufarbeit, die diese beiden nicht machen können, ich finde, mittlerweile im modernen Fußball ist es schon schwierig, einen Spieler, der gar nicht mitarbeitet, gegen den Ball zu tragen. So ist es eigentlich wirklich, du wirst bestraft mittlerweile gegen, gegen gute Mannschaften. Ja. So zum Beispiel, deswegen ist auch das Projekt Paris vor in die Hose gegangen: Messi, Neymar und äh, Mbappé. Und Riccardi. Das beste System, du kannst, du kannst nicht so ein System. So, erschaffen, dass das irgendwie tragbar ist für die anderen 7-8-Feldspieler. Es, es, ja. es geht nicht. Und Djeko Tadic zu tragen, da brauchst du einen Schimanski, der wirklich für zwei Leute läuft. Ich frage mich, wann, wann checkt Mourinho endlich, dass es auch noch eine andere Formation bei Fener gibt? Also, ihr habt, ihr habt so ein gutes Mittelfeld, defensiv wie auch offensiv, äh, Personal. Ich finde wirklich 4-3-3, Amrabat auf der 6. Ismail Jüksek und Fred als 2-8. Ismail Yüksek ist für mich ein super metzala Fred genauso. Ähm, Schimanski wenn ich, also ist für mich auch mehr Achter wie 10er. Wie, wie 4-3-3, glaube ich, wäre wirklich eine super Formation, weil dann kriegst du vor allem offensiv, denke ich, nochmal ein bisschen mehr Dynamik und Spielwitz rein. Du meintest ja, es ist ein bisschen ideenlos. Wenn du Fred für mich, natürlich, der kann 6er spielen, aber ey, der hat, das ist ein Brasilianer mit. So einen feinen Fuß, der hat eine krasse Technik, Bro, der ist trickreich. Der traut sich in Strafraum. Erinner dich mal, was er mit Savage bei Menu gemacht hat, wo er bei Atletico war. Weißt du, ich meine? Mhm. Allein, dass er sowas auf dem, auf dem Kasten hat, Digga. Muss nicht unbedingt auf 6 spielen, der Junge. Ja. Kann man auch mal als Achter probieren. Und vielleicht, wenn du Das Ding ist, er macht auch so die Wege nach vorne. Auch als Sechser. Vielleicht aber ist es, ist es ein bisschen entspannter, weil die Wege kurz sind. Und Amrabat muss ich sagen, ähm. Physisch auf jeden Fall eine Kante, der auch Fußball spielen kann. Was mir im Kopf geblieben ist, ist äh, Da gab es mal eine Kontermöglichkeit für äh, Saint-Geuland und Amrabat klärt den Ball fein, indem er ihn abläuft und den Ball zu Livaku spielt. Ja, ja, Amrabad, also, Amrabad aber für mich ist Super -Sexer. War einer der besten Leute, vielleicht sogar ja. der Beste. Kannst du dir vorstellen, ich vier, ihn drei, Ismail, Fred, Amrabat? Ich kann mir alles vorstellen, aber es geht wirklich nicht um Formation und wer soll spielen, es sind wirklich die Basics. So, es sind die Grundlagen, so nach, nach was spiele ich, wie, auf, auf welchem Raum spiele ich, nach wie Sekunden sind Freude. die Abstände. Und ich hasse es, wenn Trainer zu einer Mannschaft kommen. Und einfach ihr System wieder runter trainieren wollen. Nein, du musst schauen, was habe ich für einen Spieler, Marcel, und dann überlegst du dir ein System. Ich hasse es, wenn man stur irgendwo hinkommt. Ja, normal. Ja, ich habe da und da so gespielt, es hat gut funktioniert, ich mache das jetzt hier auch. Es geht nicht, du kannst jetzt nicht bei jeder als, Mannschaft als dasselbe wir trainieren. wir einen Hintergrund gemacht haben, haben wir auch geguckt, was haben wir da. Weißt hm. du, ich meine? Ja, so. Und ich gesagt, wir machen hier LED-Dinger. Na, aber ist doch so. Ja, Weil du bist schauen. keine LED-Dinger, Bro. Ja. Du musst schauen, was haben <laughs> wir. haben gesagt, wir machen Trikots an die Wand. Ja. Was ist unser Material? Womit holen wir das Beste raus? Und ich finde, das ist uns gut gelungen. Ganz kurz ein Wort zu Amadabat. Das ist gerade nicht der Fall. Bin ich der Einzige, der ihn sehr. Also, Chok der ist wirklich technisch gar nicht begabt, Bro. Ich glaube, du bist der Einzige. Also, <lacht> keine <laughs> Ahnung, Bro. Ah, ich habe jetzt irgendwie so. Gar nicht begabt. Also, technisch, dass er so wirklich so ein bisschen Holz ist, Digga. Nee. nee nicht, ich habe ein paar Aktionen gesehen, vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen. Verurteile ich ihn ein bisschen vor, aber. Wer ist ein Sechser halt, ne? Ich weiß nicht, was du erwartest hast, aber. Auch diese eine Aktion, wo der, das war so relativ fünfte Minute oder so, der hat äh, den Ball abgefangen und ist dann mit dem Ball in die Seitenlinie reingelaufen und so. Keine Ahnung. Sehr Wer hat bessere Technik? Barisch oder Amrobat? Ich sag Barisch, Bro. <lacht> <lacht> Fix Barisch. Uh, weiß ich nicht. Also ah, du verlässt einen Rechtsflügel immer noch mit einem Sechser und sagst, der Sechser hat bessere Technik du. Der Sechser musste bessere Technik Aber das haben. ist Barisch, Barisch größte Schwachstelle, wo seine Technik... Wenn er das noch hätte, der wäre oh, einer der besten, Bro. Technik ist ja nicht nur, dass du tricksen kannst, Bro. Technik ist. Ah, danke, dem, danke, dass du mir Fußball erklärt, Bro. Ja, Bro. Ein Sechser <laughs> muss gute Technik haben. Ich weiß nicht, find, ich find, aber da war ein bisschen düs. Also ich sagen. fand ihn einer der besten heute. Bekau wieder gut, chalas. gut. Der, ja, also schau mal, obwohl ich Defensivspieler lobe, haben wir sehr viel Chancen zugelassen. Und das fängt halt vorne an, Bro. Das Verteidigen fängt vorne an im Sturm, im <laughs> Mittelfeld und und ich sag noch Livakovic war krass. Verteidiger waren gut und trotzdem haben wir so viel zugelassen. Das ist wirklich eine Sache, dass ja, man das sich mal in den Kopf voll. Also man hat, man hat individuell gar nicht mal so schlecht gespielt, so die Spieler selber, ja. aber das trotzdem dann als Kollektiv so eine ja, Leistung bei Dortmund, das hat so viel Sinn, ja. ja. Es ja. ist, ist einer der krassen. Weil hat vier sterne Skills <laughs> in FIFA, was labert ihr? Aber da ist aber FIFA dran schuld, nicht wir. Digga, aber das ich würde tatsächlich. Scam, ich wie, wie viele Sterne hättest du Badisch? Drei, gemacht? drei. Aber ich finde tatsächlich, dass er was, was technisch nicht mehr so schlimm ist wie noch vor ein, zwei Jahren. Ich finde, da hat er sich schon. Ja verbessert. safe. Aber Badisch ist ham, zwei Sterne-Skizzer, bro. Geil. <laughs> Messi hat genauso wie Sterne. Ja, Badisch vier ist wieder. <laughs> <laughs> drei. <laughs> drei, drei kann man. Ah, ja, drei komm. sollte man geben. Dann soll es aber Ronaldo auch keine 5 mehr geben, ganz ehrlich, Bro. Was, macht, so, was der, macht der Ronaldo seit 5 Jahren? Der der hatte noch nie 5 sterne weakfoot ne? Das ist auch der größte das Skandal. Das ist ein das ist Aber Ronaldo, Skandal. Bro, ich hab den seit 5 Jahren keinen mehr machen sehen. Leo ja, ist auch kein 5-Sterne-Skiller. Ja, ich weiß auch nicht, wieso der bekommen hat. Auf jeden Fall, ja, Jengis auf links, da musst du, glaube ich, das auch denn? schon ein äh, paar Mal gegen die Bettkante gestoßen worden sein, <lacht> <lacht> dass du. Ohne Scheiß, eine, der, 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 der Spieler funktioniert eh nicht so richtig. Und wirklich, Klass. er ist auf maximal, maximal auf eine Position begrenzt. Wenn du irgendwo spielst, ist es Rechtsflügel ausnahmslos. Er funktioniert nirgendwo anders. Und selbst dort hat er nicht funktioniert. Und jetzt kommt auf die geniale Idee, Aber auf links Er hat gesehen, Ockham Baba hat Yunus von dem Rechtsflügel auf dem linken äh, Ding. Ja, aber er hat also funktioniert. Habt ihr so komplex, er ja, hat <laughs> von ah, abgeschaut. Was, <laughs> Ich hab' Frey gehabt, die haben ich, ich ist er sehr gereizt, da kann nicht ja, mal ein Scherzchen machen. Da kommen so dumme Takes von dir heute, Bro. Das jo, war ein Joke, warum stehen wir ja. Heute? Heute? Die ganze Sommerzeit. Oh, Barisch hat krasse Technik, wie du das weiß ich wer. Zum ich habe ich mich mal im Chat, ja. Wenn die beiden mal wieder hier ihre G Gespenste im ja, Kopf was haben. Was redest du, dann. Bro? Ach was, Bro, jedes Mal, findest wenn du eigentlich, Findest du eigentlich, du äh, suchst das FIFA? So, so ein Ding, Digga. Ja, Boah, ich hab gestern. Sag einfach, ja, ich such der, Bruder. Ich habe gestern vier Stunden FIFA gespielt. Ich habe immer noch nicht die Weekend-Qualität. 1000 Punkte erreicht, Bro. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal FIFA gestartet, also den gespielt habe. Bist aber wie Agathe, wie, bro, ich hab Division, gezogen, du nicht qualifiziert? Agatramam? Boah, ich hab vier getroffen, ohne Ende. Ich habe nicht geschafft. Fünf. Bist du aufgestiegen? Krass. Ja. Oh, <laughs> <laughs> Krass, dass ich in einer Woche eine Division aufgestiegen bin, Krass. Wieso sind wir noch in sechs? Weiß nicht, Bro, weil ihr. Schlecht seid. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das. Aber wie, wie war die Weekly-Quali an sich so? Wie habt ihr ja, viele richtig Versuche richtig hast Ding, gemacht? Bro, erster Versuch, aber im letzten Spiel habe ich dann auf Bingenblechen 2-1 gewonnen, Digga. Das macht gar keinen Spaß. Bro? Das ist doch ein Vibe, Mann. <laughs> ja, es Schwierig, Bro. Und also das Spiel gefällt mir gar nicht, wirklich. Also, ja, stimmt, eh nicht. Ja. Taugt es euch, euch das neue EFC? Wenn es eigentlich nicht taugt, ist man selber schuld. Also ich bin ehrlich, ich bin nicht gut, deswegen manchmal kriegst du mich schon gut auf, Bro. Gestern hat bro, Schuhe es Spaß gibt Sachen, die mir wirklich gefallen. Ja, Ossi hat Spaß oh, in Division 8, 8, Bro. Ja, ja, der ist Division 6 ja. gekommen? Ja. Ich bin jetzt 6 genau wie du. Der, der ist Division 6 gekommen? ich glaube, ich muss mein Team ändern. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin weiter wie du. <laughs> genau wie ich <lacht> gemacht <lacht> habe. Auch Team geändert. Warum wohl? Ganz Warum ganz gut. ändert man wo sein Team? Boah, Ossi, man, Bro. Bro, es gibt Sachen, die mir wirklich gefallen. Only good vibes, Bro. Oligo, oh, ich wünschte. Oha! Oh! oh, ha, ha. oh ha, ha. Alles gut, also Ey, Ablasig, Mit unsere, unsere Spieluhr ist falsch. siebte Minute. oder oh, ist es für... Nee, mach keinen Sinn. Minute sieben, dreißig. Also wir sind siebte Minute. Ja. So wie du, so ein bisschen. Ein bisschen hängen geblieben. Boah, bo, es gibt Sachen, die mir im Spiel gefallen. Zum Beispiel so diese, dieses neue Ding, du drückst Fighters nach unten, du kannst so Kick and Rush. Also keine Ahnung, es wirkt irgendwie. nie benutzt, was ist das? In der 70. sagte er dir, okay, gerade läuft es nicht gut, willst du also was ist, ändern und so. ist auch bei mir. Ähm, ja, auch wenn es bei dir gut läuft oder nicht gut läuft. Also Kannst der, du kurz Taktik ändern und so. Der sagte dann, ey, probier das mal und so. Und dann ist das so richtig geil animiert, deine Viererkette und so. Also, ja. solche Features sind geil, aber Bro, mein Abwehrspieler. Er nimmt den Ball von meinem Abwehrspieler. Eine Sekunde später habe ich ihn wieder und dann verliere ich ihn wieder und dann habe ich ihn wieder. Äh, keine Ahnung, sehr komisch. Ja, mal schauen. Vielleicht kommt noch ein Patch sehr bald. Am Anfang ist jedes FIFA immer träge, ein bisschen langsam und natürlich neues Spiel, man muss sich daran gewöhnen. Ich finde aber so das neue Taktiksystem, finde ich geil. Man, so hast du es nice. Man, man geht da eine geile Richtung. Ich hätte es aber gern noch detaillierter gehabt. So, es ist mir immer noch ein bisschen zu simpel. Ja. So, ich will tiefer, ich will Breite, ich will so ein bisschen mehr. So, an die, die Football Major spielen oder gespielt haben, die wissen, so, ich bin halt sowas gewohnt und ich hätte gern ein bisschen mehr meinen eigenen, äh, meine eigene Handschrift so bei meiner Mannschaft. Touch Blue. So, Du machst halt, <laughs> was machst du? Du machst drei Dinger und dann Spielerrollen. Wow. Abwehr-KI zu OP. Geht? Ich finde Teuter OP, Digga. meinen nicht. Nein, ja, mein ich überhaupt nicht, da? Bro. Mein, meinen meine mein nicht <laughs> OP? Ich höre Teuter, finde ich krass. Nee, aber ich finde dieses Ping-Pong von zwei Spieler ein Defensivspieler, ein Offensivspieler, nehmen sich in, in drei Sekunden viermal gegenseitig den Ball ab und äh, wieder Ding. Das fuckt mich voll ab, Digga. Naja, aber egal, ey, wir sind echt vom Thema abgeschweift. Wir waren noch bei der Ferner-Analyse. Ja. ja, also Yunus Akgün auf links, jetzt Jengis auf links. Ich kann mir nur vorstellen, jetzt Enesiri durfte ja wieder starten. Vielleicht wollte man viel mit Flanken arbeiten, dann jetzt so vielleicht potenziell zwei gute Flanken, also mit Fall definitiv rechts ein. Und mit links Jengis mit seinem linken Fuß. Aber ich habe Jengis nicht einmal Flanken sehen, glaube ich. Keine Ahnung. Aber Endes ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema wieder bei der Fenner-Community. Ey, der ist unter Druck, das merkt man. Also, es fühlt sich so an, als keine ja, Ahnung, klar. als. Ja, aber wir sind immer noch in der sechsten Woche, theoretisch, ne? Also. Mal, wir haben jetzt Oktober, Bro. Aber wie viel Spiel hat er denn effektiv gespielt? Das ist sein fünftes Spiel für Faner oder so? Dann Weißt du, was das Problem ist? Ich habe bei seinem Transfer gesagt, ich weiß nur, ich habe ganz genau gesagt: Ey, viel Geld, Rekordtransfer, passt eigentlich echt. Es ist sehr wichtig, wie er anfängt. Wenn er, wenn er jetzt so genau jetzt anfängt, wie er angefangen hat, dann wird er es sehr schwer haben. Weil du hast einfach, wir haben es auch bei James Hinder gesehen, du hast einfach die, dieses Preisschild wirst du einfach nicht los. So. Und. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Er hat jetzt glaube ich schon, ich habe acht Großchancen liegen lassen. So, also wir haben ja ihn hauptsächlich oder wir haben einen Stürmer gebraucht, der effektiv vom Tor ist und genau das war er bei Sevilla. Er hatte in der La Liga mit die beste Chance-Torquote. Er war ein eiskalter Stürmer. Jeko fand ich, finde ich überragend. Wirklich ich liebe Jeko. Aber ihn hat diese, diese Effizienz gefehlt vom Tor, er hat auch viel liegen lassen. Das war das Größte, was ich an Gico kritisiert habe. Oder die meisten. Und jetzt dachten wir, jetzt kriegen wir einen, der die Dinger jetzt macht und er macht so noch schlimmer. Heute auch und wieder. ich würde sagen, es kann passieren. Es ist wie Ketchupflasche. So irgendwann kommt es, mach mal das erst, mach mal ein, zwei Dinger, dann kommt es. Aber seine, seine Form, seine, seine Physis, er, ist, er hat Übergewicht. Das ist das, wo ich dann denke. Es ist nicht einfach Pech oder so. Der Ball will manchmal nicht rein, sowas gibt es, aber du bist selber dafür verantwortlich. Du bist nicht in Topform. Dann kannst du auch nicht erwarten, dass du, keine Ahnung, so viel Kraft hinter, hinter den Ball bringst mit deinem, mit deinem, mit deinem Kopfbällen wie davor. Wo wirklich, schaut euch Eneshiel bei Sivian an, der war so ein Stock und jetzt der Dombil im de Also ich also, weiß nicht, wieso er jetzt Ende September immer noch nicht in seiner Topform ist. Ist Mourinho Schuld? Ich finde, da müssen jetzt auch mal paar Burger-Emojis kommen, weil wir Galatas haben mit Endomilä gut oh, Gelächter wegstecken müssen. Das war noch mal, schlimmer. Das war schon krass, Bro. Da hat es noch so Längen zu sagen. dieser hässliche ist jetzt bei bei Nizza so dünn. <laughs> 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 ja, und der ist, der, ist so, <laughs> der, ist der war schon gut, zweimal im Team bro. of the Week in den fünf Bruder. sechs Wochen. Ne? Der geht voll voll ab anscheinend. Was mir Mut macht bei ist noch wirklich, dass er in diese Position kommt. Er hat wirklich einen sehr guten Riecher wann er welchen Laufweg macht und wie er ihn macht. Das riecht echt gut. Oh. Also das gibt mir Mut, so, das ist das Wichtigste, wenn das ein Stürmer hat, weil die Tore werden kommen, man denkt, ein Stürmer kann kein Tor schießen. Oder egal welcher Profi, weiß, wie man aufs Tor schießt. Man. Es ist das Wichtige, in diese Position zu kommen, die Laufwege zu machen. Aber komm mal bitte endlich in Form. Hol dir Personal Trainer, mach was, Junge. Digga, seid ja, ihr der den mal bewusst. so So, das vielleicht auch. Ja, müll Müldür, Habe ich auch aufgelesen? Ja. Oh, oh, bitte nicht. Ekelhaft, Mann. Ist so leicht immer auf die Grundlinie. Aber es sind noch 20 Minuten, ne? Ball wird das. zurückgelegt. Und dann ab der Schuss abgefälscht. Schade. Die besetzen die Box echt gut, Digga. Wie kostet es im Spiel 4-0? Ist schon echt hart, Digga. Genau. Mert Müldür ist halt ja sehr, ist aktuell nicht gut drauf, aber er war auch so das Pressing-Opfer von Union Sanjelo. Also immer wenn Mert Müldür den ball, ball hatte, dann ging es mit echt drei, vier Mann mit Tempo auf ihn, auf ihn drauf. Attacke. Ähm, aber ja, als Ossai same reinkommen ist, hat man direkt gemerkt, einen komplett unfitten Osteisammel, der jetzt erstmal auch Spielpraxis braucht. Was das für einen Unterschied macht. Oh mein Gott, Bro, was war das denn für ein Amateurfehler? Wie dumm, ja, so. Also. Ach, also, Scheiß, ja, also de, warte, warte. Ist, ist gerade Osai-Bashing? Ja, Bro. Geil. <laughs> Geil. Das also beim 2-0 hat er auch seinen so Teil dazu beigetragen, aber beim, beim Elfmeter. eine. <laughs> Bro, wenn ersten, du, wenn du die Szene bin. siehst, dann denkst du, okay, der hatte einfach Bock, den jetzt mal umzusetzen. Bro. Das war, kann man nicht mal so mit ah, Pech und so, der hat einfach Bock, Bro, gab, das den umzusetzen. <laughs> auf, der hat richtig Alter. Bock, den jetzt mitzunehmen. Also, weiß, was mir, weißt du, wie ich Osai beschreiben kann? Das war vielleicht ein bisschen äh, zu hart von mir. Er ist physisch begabt, er ist schnell, er ist stark, aber er hat einen relativ niedrigen Fußball-IQ. Ja. Zum Beispiel ja, auch, Kai da gab es eine, eine Aktion, da gab es eine Aktion, zweite Halbzeit nach der roten Karte, wo ihr so zehn Minuten Powerplay hattet und drei Tore machen konntet. Da muss er eigentlich einfach in den Rückraum reinspielen. Der war schon vorne im 16er und flankt irgendwie hoch rein, Bro. Und dann Ach nochmal so, zurück und dann nochmal yeah. auf aus der Voido. Spiel yeah. einfach in, weißt du, einfach reinspielen. Aber das checkt er nicht. Das ja, klar, ja, Bro. Bro. Wenn er, wenn er noch höheres IQ und bessere Entscheidungsfindung hätte, dann würden wir von was ganz anderem sprechen. Ja, ja. By, the By the way, Zaha, assist weiß, bei, bei Lyon. Lyon. Ja, super. Digga, äh, ich finde, mich regt sowas auf, weil ne? du musst einen offensichtlichen Pass spielen, diesen Pass in den, Sch in, in den Rückraum und es, nur dieser Ball ist richtig, Bro. Kein irgendwie quer, auch nicht hoch. Hier ist die einzige richtige Entscheidung im Rückraum, weil ich glaube, es war Jaco, war perfekt freigelaufen auch. Ich glaube, es war Jaco. Ich weiß nicht mehr genau und alles andere ist Alibi, Bro. Mäßig, äh, ich habe den Ball ja gespielt, ich bin nicht mehr dafür verantwortlich. Also mein Part ist, meine Arbeit ist getan. Checkst du, was ich meine? Äh, ich pack sowas nicht, Bruder. Ja. Also da, das ist auch ein bisschen Eigenverantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen, so. Aber 2-1 geht auf seine Kappe. Das ist ja. Äh, das ist 2-0, zu ja. dem Zeitpunkt. Ja, beide gelbe Karten, richtig dumm, so die erste komplett dumm, die zweite. Okay, du willst die Reingabe verhindern, aber du springst ihm voll in sein Knöchel rein. Also wirklich sehr, sehr einfach. Dumm. Jetzt müssen wir wieder, wieder mit Merkel durchspielen. Europa, ein Spiel, mindestens. Aha. Ein Spiel wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall drei Punkte. Nehmen wir mit. Ich habe mich genug ausgekotzt. Ja, komm. Nehmen so, mit. machen. Am Wochenende geht es weiter. Sonntag gegen Antalya in Antalya. Ist dann gleich ohne Fried mit. eigentlich, ne? Also wahrscheinlich ohne Fried, wenn ich jetzt. Weil vor dem Spiel ist es immer, ah, wenn es Fred eine gelbe kassiert ist, Fred im Derby. Und jetzt Irgendwas hat er im ja. der Derby eine gelbe. Also. Finde ich, also ganz ehrlich, Le Leute heulen rum und so ohne Fred, finde ich nicht so schlimm. Oh, ein schlechter Fred ist immer noch besser als ein schlechter. Nee, wegen, wegen Amrabat, Bro. Ich würde einfach, ist möglich für Fred passt. Also würde ich nicht rumheulen. Okay. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, Fred, für mich diese Saison hat Fred nicht mehr diesen Untouchable-Status. Es, es liegt nicht an ihm, es liegt am System. Aber so für mich ist Fred ersetzbar diese Saison, diese Saison weil er ist, er macht nicht diesen Unterschied aus. Blue Bro sagt, ähm, Fred ist da, aber es hieß doch, ich habe es mal gelesen, die werden jetzt versuchen, vor dem Galaspiel ihm noch eine Gelbe reinzudrücken, damit er gegen Gala fehlt. Und er hat er im Galaspiel die Gelbe bekommen, deswegen. Zitieren nicht irgendwelche... Oh, ja. So Dummen Twitter-Communities, Bro. Nein, also ich sag also, nur, ich sag nur. Ja, es hieß. Aber diese Al Aliu-Theorien, da steckt sie euch. Was war im Derby? Hat der gespielt? Null, da Bro, Mir geht es nicht um die Aussagen, mir geht es nur darum, dass er an der Grenze war, anscheinend. Ja, ja. Laut der Aussagen. Jetzt hat der sozusagen der nichts. tun. mich hat es nur wieder erinnert, so. Es hieß, dass, dass die Leute da so. Also wir haben ganz andere Probleme als irgendwelche gelbe ja, Kartentheorien. Mir geht jetzt nicht um. Ja, Ich, das schieb, fix. ich schieb schon mal. Das hey. Echt. Ja, Digga, mich fuckt's echt ab, Alter. Ich fuck die aktuelle Lage ab. Ansonsten, was kann man noch zum Fenerbahçe-Spiel sagen? Ähm, lieber wieder super Job gemacht. Das ist halt sein Job Irfan, der, fandest du, Irfan hat seine Chance gut genutzt, ich finde nicht. Nein, Mann, der ist überhaupt nicht fit, Bro. Keine Ahnung, was die Leute Ey. rumholen. Wie spielt Irfan nicht? Der ist. <laughs> aber man Der soll mal sein fett nachspielen, ne? Bro. Also ganz ehrlich, Bro, Irfan und äh N Siri. Bro, ist, es ist Oktober. Wie lange wie lang denn noch? Bro, Irfan braucht sehr lange. I, wie gesagt, Irfan hat diese Verletzung vor DM komplett rausgeworfen. Er ist ein Spieler, Was der, hat der, gehabt, der war Bro? auf seinem Peak. Keine Ahnung, Bro, irgendeine Verletzung Ich kenne Leute, die dann sind dann Kreuzbandriss, die sind jetzt wieder fett geworden, Bro. Bro ich er jemand hat mit das One-Touch so, gespielt. Er ist extrem. <laughs> er ist. <Schöne>. Er ist, <laughs> war nicht mal schlecht, ja. <laughs> er ist so talentiert und gestern, äh, gestern. Letzte Saison war er physisch gesehen in der Form seines Lebens. Und das System war perfekt auf ihn abgeschnitten. Deswegen haben wir den besten Irrfahren gesehen, den man je gesehen hat. Jetzt ist der erste selber nicht fit. Und das System passt auch nicht. Also ein Irrfahren, der kann auch nicht die rechte Bahn auf und abrennen. So, damit nimmst du ihn auch seine Qualitäten weg. Also. Schau mal, mit was der einen Fußballer vergleicht. Alles wird. scheiße, Lehrer. Ich kenne jemanden, der eine Kreuzung anderes. One Touch. <laughs> Ganz kurz: Bomb 90 hat mit Prime abonniert vor 17 Minuten. Bro, ich hoffe, du hast nicht weggeschaltet. Vielen, vielen Dank für deinen Prime. Ey, Danke, Jim Bomb, Jim nochmal, vielen, vielen, Dank. Tim, bitte. vielen Dank. Also, in der jetzigen Verfassung, Form würde ich immer Tadic vor ihr bevorzugen. Immer. Ja. Immer. Also, ich weiß nicht. Viele holen rum. Verstehe ich nicht warum, ihr seht doch, Irfan ist nicht fit, Digga, der Typ. Keine Ahnung. Man. Ey, ein bisschen erschrecken, was ich gerade hier sehe von Richter. Von also. Bro, also das ist schon eine ja, dann, Ansage, ne? Wir müssen ja nicht warten, bis das Spiel vorbei ist. Ja. Ganz ehrlich, Gas haben wir schon beredet, Arda. Boah. Ja. Und das Stream kommt auch auf YouTube, keine Sorge. Also, also. falls ihr gerade zum Beispiel verpasst habt, ist bald halt online. Das Spiel läuft noch, wir sind in der 80. Minute. Es steht 4 zu für Ajax Amsterdam. Frag mich nicht, wieso wir kann kann halt Ajax ist immer noch am drücken und ist gerade mich davon von. Der Timer-Chat, sobald die zweite Halbzeit angefangen hat, bis der erste Halbzeit hat noch alles so gut funktioniert, zweite Halbzeit war es ein bisschen zu viel. Äh, al waren, bis nächste Woche, bis nächsten Stream, next nächste Watch Party in den Griff bekommen. Also al hält sich an den Oberschenkel. Also sah so aus, halt. Ja, er hält seine Oberschenkel. Timber kommt jetzt rein bei Ajax. Ja, ja, der. Ich dachte, der ist schon einstiger, wer reinkommt, Jungs, und wer sich woran hält. Ist Ding, Was ist hier, ist hier passiert? Arsenal, Moro, Timber, warum, ja. warum steht jetzt ja. 4 zu mhm. 0 für Ajax Amsterdam? Ja. Bro, das so ist kann. das erste Mal. Ja, Al-Musati hat sich verletzt, muss ausgewechselt werden. Das ist nicht gut für Bischesch. Oh, der, bisschen über. Oh, der hat Bein bekommen dann über den Leistenbruch. Was? Ja. Ui. Ja, er äh, muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Immer Doch, schlimmer. Erste, das allererste Europa-League-Spiel und dann ist das eingetreten von dem, was wir schon gesprochen haben. Die Verletzungen, die werden noch kommen. Timber, du wärst das, Digga. Keine Ahnung, Timber spielt seit <laughs> so ein Jahr ich bei Arsenal. Ich weiß, Bro, <laughs> Akpom, Brom. Brom kommt oh, es Und ist nicht recht. schlecht, Akpom. War bei Lazio. Ganz kurz, Bro bevor wir bei, mit Bischofs anfangen, ich glaube, hier ist es am aller, allerwichtigsten, dass wir auf jeden Fall mit der Aufstellung anfangen, weil die ist aufschlaggebend und äh, sagt auch einiges. Timberlake. Wir haben Matt Günnig im Tor wie gewohnt und dann haben wir eine Viererkette, die wir aus den vergangenen Spielen schon kennen, die auch gut funktioniert hat mit Felix Udukai, der wieder mal den Vorzug erhält vor Imran Topchu. Und jetzt geht's los. Auf der 6 haben wir nicht wie gewohnt Getson und Al-Musrati, sondern Al-Musrati und Jean Onana. Und dann haben wir im Mittelfeld Getson auf der 10. Rafa links, Raschica rechts, statt Rashica, der in den letzten Spielen auch links gespielt hat. Oder? Ja. Ja, gegen Trabzon hat Rashica, glaube ich, links gespielt. Und ja. Mustafa Hekimolo im Sturm. Geboren haben, 2007. So, wir haben äh, Chiri Immobile, Semich, äh, Jean-Mario, Muji, äh, Topçu. Das sind so die Hochkaräter, die auf der Bank sind. Natürlich in ist Onur Bullet auf der Bank. Aber äh, ja, Jean-Mario, Immobile und Semich sind auf jeden Fall drei Namen, wo man sagt, ey. Herr Van Bronkost, was haben Sie sich dabei gedacht? Ach komm. Nein, nein. Wenn es funktioniert hätte, wäre krass ist der ich sag nicht, und größte. Oder auch, wenn man, auch wenn man gut gespielt, könnte man sagen, was hat sich Van Bronkost dabei gedacht? Es ist ja eine Änderung. Ach Achso, du, du so, meinst es nicht äh, böse, sondern du willst. So, was hat da sich steckt gedacht? doch gar keine Meinung dahinter. Ja, okay, so. okay, ja, okay, Wenn wir uns jetzt hier nochmal die Aufstellung anschaut, anschauen, denke ich einfach mal. Herr van Bronckhorsts Idee war, das Mittelfeld ein bisschen defensiv stabiler zu machen mit, äh, mit deinem Unanar und dann schon auf die 10. Ähm, also generell einfach ein bisschen defensiv kompakter zu stehen, weil Europa, Ajax, guter Gegner, du spielst auswärts. Das verstehe ich gar nicht. Vielleicht wirklich ähm, um sch schnell umzuschalten, lange Sekunden, Bälle. Erste 10 Sekunden Anstoß, hätte er schon das 1-0 machen können. Ja? Okay, also mit langen Bällen hinter die Abwehrkette. Oder direkt wieder geschickt. Das ist so wirklich das Einzige. Also, ich sehe. In Aber du Spiel Bruder, du, ja, du kannst doch nicht an Immobile. Doch, Nein. kannst du. Wenn es klappt, dann. Ich weiß nicht, Mann. Also, schau mal. Ich stehe das viel zu für Ajax. Ja, nee, lag es jetzt am Stürmer, dass man vier Tore kassiert hat oder dass man nee. vorne keine Dinger reingemacht hat? Also, mit Immobile wäre das nicht anders gelaufen, sage ich. Oh, Und ich finde es eher be äh, bewundernswert, dass sich das getraut hat. Ja. Und dass er vielleicht einfach mehr Tempo wollte in der Sturmspitze, dass er mehr Tiefenläufe wollte und es, er, er würde es ja nicht einfach gemacht haben, um Mustafa Kimura ein Geschenk zu machen, hier, ja. bitteschön, sondern er muss wohl besser zu seinem Matchplan, den er von Anfang an geplant hatte, gepasst haben. Safe. Und ja, es ist jetzt nicht aufgegangen, jetzt kann man sagen, oh, er hat sich verschätzt oder überschätzt, sowas darfst du nicht machen, aber ich finde, nee, Mann, wieso denn? Lieber überbezahlt ich hab, als unterschätzt. Ich, ich habe ich hab, ich hab die Startelf gesehen und habe noch mehr Respekt für diesen Voll. Mann bekommen, so. Das okay, ist stark, Digga. Du scheißt auf alles, du scheißt auf Namen, sondern du schaust einfach, wer ist besser für mein Spiel geeignet. Fand ich auch. Und ja, an, an Mustafa Kimonos lag es nicht, Jungs. An Onana ja. kann man vielleicht streiten, aber was hast du für Alternativen, wenn du vielleicht zwei physisch stärkere Zentralmitschwertspieler haben willst? Vielleicht Shen Dur noch. Der ist ja auch drin jetzt. Ey. Aber irgendwann, salut ist er auch so ein Offensiv Denkender. Vielleicht kannst du fast nur mit Onana gehen und geht's dann auf 10. Der schon von dieser Saison. Kannst du machen, Kannst eigentlich. du auf jeden Fall machen. Er hat ja. die Tor gefeiert. Nee, die Aufstellung ja. finde ich auf jeden Fall legitim. Ich, ich bin genau deiner Meinung. Ich fand äh, Aura plus 100, als ich diese Aufstellung gesehen habe, so noch mehr Respekt für, für, für Van Bronckhorst. Du kannst auf jeden Fall mal verlieren, das ist kein Ding. Du kannst auch, vor allem aus in Amsterdam kann man hundertprozentig verlieren. Die haben eine gute Mannschaft, die haben einen super Trainer mit Farioli. Da kann schon vieles schief gehen. Was ich finde, dass. Jetzt mal. nicht so stehen, endur da. Shit. Was ich finde, was, was man auf jeden Fall ansprechen muss, was, was schlecht ist, ist, dass dieses Mal bei Bechetasch das erste Mal in dieser Saison gewisse Abläufe nicht funktionieren. Also, erstmal finde ich, ist Bechtasch in der Liga bisher immer so aufgetreten oder auch in, in Europa, dass man äh, spielen wollte. Ja, man kann umschalten, das hat man bewiesen, auch in der Liga, aber. Man will auf jeden Fall auch so mitspielen. Und das ist, finde ich, Bistosch in diesem Spiel nur kurz gelungen. Das ist aber auch echt sehr ja. schwierig. Ne? Außer jetzt in Amsterdam das Spiel zu machen. Ajax, genau. Gegen Farioli. Farioli der ist nicht einfach. Als es noch 0-0 stand in den ersten 10 Minuten, fand ich, hat Bistosch das noch irgendwie hinbekommen. Und äh, dann hat man sich, finde ich, mit einfachen Ballverlusten selber das Spiel äh, gegen sich gebracht. Also lange Abschläge, <laughs> du hast schon gesagt, beim 1-0 zum Beispiel, viele unnötige Fehlpässe. Im Spielaufbau. Svensson, Masuaku, zwei Spieler, die eigentlich essentiell für das Spiel von Bistros waren, bis dato, die auch gut äh, performt haben, finde ich heute sehr schlecht. Ähm, Angst. Paulista musste Onana schon zwei, dreimal anschreien: komm kurz, komm. Du musst den Ball wollen, ich muss dich hier anspielen, da ist gerade der Raum. Ähm, nicht das beste Spiel von Onana, aber ich bin trotzdem, ich stehe trotzdem hinter Van Bronkos Entscheidung. Onana hat eigentlich, Digga, wenn der einen guten Tag gewischt und sich gut fühlt, dann ist das ein guter Spieler, weil der, der bringt sehr große Physis mit und der ist auch wirklich schnell. Also sehr, ne, der, der hat eine Explosivität in seinen Beinen, der macht viele Meter in kurzer Zeit, plus er ist, er ist ein Panzer. Also um dieses Mittelfeld von, 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 Becher, äh, von Ajax zu stopfen, macht diese Entscheidung schon irgendwie Sinn. Aber es ist ein, für mich... Hat, hat mich das hier das Spiel hergegeben, weil man im Aufbau zu viele Fehler gemacht hat. Sei es mit langen Bällen, sei es mit kurzen Bällen. Spielaufbau hat nicht funktioniert. Und Ajax ähm, mit einer sehr, sehr äh, geradlinigen äh, Spielidee, direkt vertikal denkend. Und äh, die machen es gut, Digga. Also, ich weiß nicht, ein paar Leute haben, haben Ajax vielleicht unterschätzt, weil es nicht mehr das Ajax ist von vor zwei Jahren mehr. Aber also jeder, der seit mehr als fünf Jahren irgendwas mit Fußball zu tun hat, dürfte Ajax Amsterdam nie abschreiben, meiner Meinung nach. Ja, ich habe die voll unterschätzt, muss ja. ich sagen. Und ein bisschen überschätzt. Ja. Weil ich dachte, das sind genau die Spiele, die Bischof jetzt, also wo Bichosch richtig aufgehen wird. Weil im Umschalt, also schaut mal, Bisosch hat ja einige gute Umschaltmomente, die man einfach zu schlecht ausgespielt hat. Ja, das auch. So, man hatte wirklich manchmal Überzahlsituationen, wo dann der Pass zu lasch kam oder Mustafa Kimono den Ball nicht gut mitnehmen konnte. Das ist alles Erfahrung, die er sammeln wird und muss. Mhm. Also keine Ahnung, mit bisschen Effizienz, was man die letzten Woche hatte als Bistasch, ja. So kann man, wenn man in Führung geht oder so, vielleicht wird es ein ganz anderes Spiel. Erinnere dich mal an die erste Halbzeit, äh, wie oft Rafa Silva und Getzon den Ball vorangetrieben haben über das Mittelfeld. Ja genau. Fand ich an sich nicht schlecht, ne? Aber was ich da was, was ich da bemängeln muss, ist, welche hat also steht viel zu weit weg vom gegnerischen Tor. Wie viel, Bruder? Die haben den Ball fast über das ganze Spielfeld transportiert, Rafa und Götze. Genau. Du wirst dann irgendwann mal platt, Damit, auch bevor du im letzten Drittel bist. Weißt du, ist voll ungefährlich. Dann kommt dann, also der Pass kommt dann kommt nicht mehr so gut, so. weil du davor 50, 60 Meter gesprintet ja. bist. Diese Distanz das. von deinem Tor zum gegnerischen Tor hat man in den letzten Spielen eigentlich immer kürzer gehabt. Wenn man umgeschaltet hat, der, erinnere dich an das äh, Samsung oder der Pass von äh, Semich auf Rafa, war das Samsung? Boah, ja. Das 2-0. Ja. Ähm, da, da ist Rafa Silva an der Mittellinie gestartet. Ja. Hier startet Rafa Silva 15 Meter vor der Mittellinie noch in der eigenen Hälfte. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. Ähm, Weil er hinten mithelfen muss gegen Ajax, genau. sonst hast du hinten halt ja, okay. ein Mann weniger. So, so schaut aus. Und da muss man auch sagen: Da muss man auch eine Sache betonen: Das ist, äh, Bischischisch hat jetzt Medizin geschluckt was, was diese, diesen neuen Wettbewerb angeht, du hast nicht mehr diese Heim- und Auswärtsspiele, sondern du hast nur noch den einen Spiel, also dieses eine Spiel gegen den Gegner. Ich weiß nicht, wie man zu Hause gegen Ajax abgeschnitten hätte. Das, also Ajax ist ein sehr starker Gegner, Top-1-Gegner und du erwischst sie direkt auswärts, Digga. Mhm. Äh, Schaut dir mal an, die Fans sagen gehört. Fans, ihr wisst die Holländer, wie sie sind, kennen wir von der Erben noch gut genug. Ne? Die sind durch, die machen das Stadion full. Und äh, wie oft haben wir jetzt schon gelernt, dass Mannschaften, die vor allem in der Liga nicht gut dastehen, europäisch ein ganz anderes Gesicht zeigen, weil, weil es um was anderes geht, weil man performen kann, vor allem am ersten Spieltag? Siehe Young Boys Bern, weißt du, was ich meine? So, muss gar nichts heißen, das ist ein anderer Wettbewerb. Und genau das Gegenteil: Bischof steht in der Liga gut da, äh, hat sich vielleicht darauf ausgerufen und hat gegen ein sehr, sehr hungriges Ajax äh, heute gespielt, die zeigen wollten, was sie drauf haben. Und ich sag, mit 4-0 ist man sogar noch gut bedient. Jam Mungan hat mit Prime abonniert. Jam, vielen, vielen Dank für deinen Prime und deinen Support, Bro. Dankeschön, Bro. Jam, Dankeschön. Ja, äh, kann passieren. Also, ich finde es mutig und ich rechne es Giovanni von Broncos hoch an, dass er wirklich hier äh, sich nicht davor gescheut hat, mal ein Immobilie auf die Bank zu setzen und es mit einem Hekimodo zu versuchen. Letztendlich hat es nicht geklappt. Und jetzt steht man halt da mit einer wahrscheinlich 0 zu 4 Niederlage. Aber ich finde, diese Credits, dieses Polster hat sich. Schau mal, äh, schau mal wie viele technische Unsauberheiten. Ja. Also das kenne ich nicht. So viele Fehlpässe, auch Onana, das ganze Mittelfeld schlampig, von hinten raus. Technisch Ball an und Mitnahme schwach. Man braucht zu lange, die Kontakte dabei springen. Also rein von der Technik wirklich mangelhaftes Spiel von Michels. Sorry, Bro. Ich finde, dieses Polster hat sich Johnny äh, van blockhaus aufgebaut. Also, er darf sich mal so ein Spiel erlauben. Ähm, von daher denke ich, dass das jetzt einfach abgehakt werden muss und im nächsten Europaspiel macht man es dann besser. Man hat es versucht, es hätte klappen können. Jetzt, wo es nicht geklappt hat, äh, sollte man den Ball flach halten und daraus jetzt nicht einen Elefant machen. Ja. Aber man merkt jetzt schon halt, in der Liga, schön und gut, da hast du eigentlich so gefühlt machen können, was du willst. Jetzt hast du wirklich einen sehr guten Gegner bekommen. Und das war wirklich die erste richtige, richtige Prüfung. Die hast du jetzt halt nicht bestanden. Es gibt zwei Leute, die sagen, seitdem jean marie da ist, ne, ist das Spiel von Bischof nicht mehr das gleiche. Er hat doch keine Runde gespielt. Ja, aber ganz kurz, Digga, also Ergebnisse ist ja am Ende des worauf worauf wir am Fußball gucken, somit das Wichtigste. Ähm, nur kurz zum Festhalten. Soll jetzt auch keine allzu große Meinung dahinter stehen. Nur, nur, ich will nur festhalten. Ich halte zu halt, halt so fest, Bro. Bischof hat zwei Spiele gehabt gegen große Gegner, wichtige Spiele. Einmal in Trabzon, jetzt gegen Ajax. Du konntest einmal in Trabzon gegen Trabzon, was von äh, sehr, sehr früh äh, äh, dezimiert war, nicht gewinnen. Scheiß auf diese dezimiert. Das hat denen sogar geschadet, sage ich, wir Wie auch immer, aber als als Traps auch zu elf war fand ich Bischges noch nicht so gut. Und jetzt gegen Ajax. Also ich weiß nicht, wie habt ihr am Montag, habt ihr habt ja Bischges analysiert. Wie fandet ihr, was habt ihr gesagt zu, zum Spiel gegen Eb? Auch 19 Minute knapper Sieg. Wir haben an sich gesagt, der Sieg geht an sich in Ordnung. Aber wenn es ein Unentschieden wäre, würde es auch in Ordnung gehen. Also, nicht so souverän. Eb war gut. Und Beşiktaş hat schon einige Probleme gehabt mit EYP. Ein Punktverlust wäre verdient gewesen, also hätte keiner meckern können dürfen. Ja. Es, also EÜB hat sehr viele Chancen, was sehr viele, aber einige sehr hochkarätige Chancen liegen lassen. Also Beşiktaş hat sich schwer getan mit EÜB, EÜB, zu Hause. Und wenn man diesen blöden Elfmeter in der 90. nicht verursacht hätte, dann hätte man sich mit äh, einem Punkt hier getrennt. Auf ja. jeden Fall, ja, bei Bischof ist ein, eine kleine Formdelle zu sehen, auf jeden Fall. Das kann man nicht leugnen. Ja. Aber das gehört dazu. Also für mich haben sie komplett, komplett überperformt in den ersten Spielen. Und es ist ganz normal. Also auf dieses Niveau hättest du nicht die ganze Saison zu Ende spielen können. So, das, also war für mich schon ein Wunder, wie man so stark, so früh anfangen konnte. Aber ja. diese Mannschaft ist komplett neu. Giovanni Van Bronckhorst ist ein langfristiger Trainer. Es war jetzt sein erstes Europa-League-Spiel mit Beşiktaş. Ein sehr, sehr schwieriges dazu. Ajax hat sich sehr, sehr gut auf den Gegner Beschasch vorbereitet. Also wirklich die, die, die Stärke von Beşiktaş ausgemerzt und die Schwächen ausgenutzt. Und Beşiktaş hatte einen schlechten Tag. So hat jetzt keinen Sahnetag erwischt. Deswegen auch dieses Ergebnis 4 zu 0. Geht leider auch in der Höhe so in Ordnung. Ich glaube, damit sind sie jetzt noch letzte in der Tabelle ne? nach diesem ersten Spieltag. Das kann sein, ja. Ja, Frankfurt 3-1-Führung verspielt. Schauen wir gleich ich auf deine Ergebnisse. Gleich mal auf die ganzen Ergebnisse. Hm. Ja, mal schauen, Musrati hat sich verletzt, hoffentlich Fleisch, nichts Mann. Schlimmeres. Für mich sehr, sehr wichtig für das Spiel von Bischtash. Hoffentlich nichts Ernsteres. Jan Kellisch hat ein paar Minuten gekriegt. So, schließt den Stream oben. Um. Keine Ahnung, wie geht es jetzt für Bischof weiter? Cool. Wer, ist, wer ist denn der nächste Gegner? Chat. Bitte. Der Trainer hat das Spiel verkauft, sagt oh Holländer. Ja, ja Ich weiß der. Übertreibt nicht, Mann. Also gegen Ajax in Amsterdam kannst du verlieren. Ist gar kein, ist gar kein Problem. Aber ja, 4 zu 0. Also nicht so. So, die Höhe des Ergebnisses so. Auch spielerisch, Bro. Also, schön. du hast wirklich von den. Aber ich, also ich finde, wo. Ländern äh, demonstriert bekommen. Jungs willkommen. Ja, das ist, das ist so Europa League. Ja, ja. Aber ich finde, bis zum 0-0 hat man eigentlich gut mitgehalten. Dann das 1-0 hat ja. halt irgendwie so den Boden unter den Füßen weggezogen. Dann war, und dann kam das zweite, kam ja sehr schnell hinterher. Dann ja, ja, stimmt schon, ja. Ja, und dann, ja, natürlich, 2-0 Also vor allem, zweite Halbzeit war dann wirklich. Zweite Halbzeit war dann Machtdemonstration so da gegenüber. erste Aber, Halbzeit, gebe ich dir ja recht, war eigentlich sogar echt. Man ist auch sehr, Kopf sehr aus der Kabine rausgekommen, zweite Halbzeit. Ja, genau. War das 1-0 in der ersten oder zweiten? In der zweiten, ne? Man ist 0-0 in die Kabine, glaube ich. Echt? Zweite Halbzeit ist man mit, äh, ne, mit 1-0 in die Kabine gegangen. 1-0? Ach so. Nein, 2-0 sogar, glaube ich. 2-0, Digga. 2-0. 2-0 in die also, Ich Kampen. weiß noch, Nein, da kamen Mann. zwei Tore back-to-back -to -back sehr schnell. Ich glaube, 2- und 3-0 kamen sehr schnell. 2- und 3-0 kamen schnell. Oder 1-2. Nee, 2 -0. 3- und 4-0 kamen schnell. Ich glaube, 2-0 ist man in die Halbzeit gegangen. Sicher? 1-0. 1-0. 2- und 3-0 kamen schnell, ne? Ja. Das ah, war ja ja, ja. Okay. ja. ja, stimmt. Ja, muss man jetzt runterschlucken. So. Da musst du was lernen. Schaut, ihr habt Gala 5-0 geklatscht und die haben daraus gelernt, sind besser geworden. Also ja, es ist für den Moment sehr scheiße und tut weh. Aber man kann daraus nur lernen. Ich glaube, kein Besiktas-Fan hat irgendwie die Hoffnung an dieser Mannschaft und an den Trainer verloren. Es war jetzt halt ein Ausrutscher, wie gesagt, gegen einen Gegner, den man, wo man Punktverluste eh in Kauf genommen hätte, was heißt in Kauf genommen, aber wo man sich nicht gewundert hätte, wenn man die Punkte liegen lässt. Aber deswegen, ey, braucht man gar nicht lang drauf, rum, drauf rumreiten. Abhaken, also draus lernen, analysieren und dann geht es am Wochenende weiter. Gegen wen? Das ist jetzt die Frage. Da wir jetzt auch gleich drauf, dann gehen wir dann auch gleich in die Prediction weiter. Ähm. Gegen. Gala spielt Samstag, schon Ah, Bischof spielt Montag, 19 Uhr, auswärts gegen Kaiser. Ist man zum WLAN, Jungs? Also oh, bestimmt. <laughs> Sorry, Alaska. Oder, was sagt ihr, Chat? Digga, Frankfurt, was ja, haben die, die denn gemacht, ja? <coughs> Unser Internet ist auch scheiße, Alter. 2, die waren 3-1 in Führung und haben. Oi, 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 86 und 90 plus 3 noch zwei Dinger kassiert. Das ist echt peinlich. 3-2 haben die gewonnen, sorry. Ja. Frankfurt. Hä? Nein, Bro. 3-3. Ah, dann ist noch nicht ready. Ja, mein Gott, Digga, können wir es nicht mal einblenden oder was? Was ist hier los? Bro, Stream läuft doch da? das macht doch Stream läuft flüssig, ja, aber ich check. Warum, äh egal, ich lese dir vor, Bro. Ich Scheiß euch, auf die, Kicker, ich ich sag, Kicker euch, ich sag ich sage Live-Score, mach ich irgendwas? Ja, Bro, egal, was. Frankfurt 3-3. FCSB gegen RFS. Es ja, war das noch nicht lag, schneller, Bro. Scheiß am, auf Kicker, Bro. Es lag einfach nur am Kicken. Äh, ja, ja nichts gegen Kicker. Aga, ich schieße mal gegen Kicker, Bro. Ja, auf, Ey, oder, Alter! Hör mal auf, Mann! Nein, was machst du denn? Ja, mal, Mann. Behindert. <laughs> behindert. Warte mal was mit Kickabad macht, Alter. Oh, hör auf. Ich habe Insider-Info. <laughs> ah, <laughs> ja, mein in tranches Pferd bei euch. Der darf aber Ding sagen. Aber, ey, ich, was hast du da vor? Was habe ich gesagt? Schlampenball und Schlampenpass, Alter. Da, ja, da also was ist ich immer ein Ding. Hast ja immer versprochen. Hä? Ja, nein, nein, ich mein's genauso. Das geht doch nicht <laughs> zur Konkurrenz, du jetzt, Alter. Bro, das ist das <lacht> falsche <lacht> Ding, <lacht> Bro. Was, das was? Falsche Fenster, und zieht es nach unten. Ah, sorry. Du kannst einfach nicht googeln, Bro. Alter, also, ich habe meine, meine kongenialen Partner hier, wieder in Bestform. So. Oh. Ja, guck mal drauf, Bro. Was sagst du dazu? sieht man was. So, hier. <laughs> 2:1 2-1 gewonnen, klar. Malmö verliert zu Hause, gegen Rangers. Braga gegen Tel Aviv. Läuft's auf 1-1. Bitte, Braga. 9 Ich glaube, die haben erst neulich ausgeglichen. Die, die Telavivesen? Wie nee, die Bragayana. <laughs> oh Gott sei Dank. <laughs> die Braganiana. Oh, ey, ey, schau mal an, ey. Die Brechers. Braga hat auf ein Tor gespielt und das Ding geht 1-1 aus. Elfmeter für Braga. Elfmeter Meter für Braga. Jawohl. Bruma natürlich, Bro. Natürlich Bruma. Natürlich. Natürlich. <laughs> natürlich. Ja, natürlich. Geil, Alter. <laughs> Wir sind Spartaner. Ey, Attacke. Lager 2-1! Vamos! Habt ihr ein Problem mit? Ich mag Portugal, Ich bro. feier Braga aus bro. 2-1, da hast du ja. Jawohl, hier, der kurz mal kritisiert, warum? Und hier, gleich. Ey, Achtung! Ganz kurz, Chat. Stea äh, Bukarest. Äh, Rumänische Mannschaft. Nicht unterschätzen. Hat die irgendjemand? Spielt irgendjemand gegen die? Ich glaube, keiner. Nein, ich ich spiele aber gegen Rigas, glaube ich. Gegen Riga spielt ihr, ja? Riga, ja. ist es in Litauen, Lettland? Ja, gegen die. Ich, Spiel, 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 ich, Spiel ich Spiel glaube, jetzt sogar, das nächste Spiel spielt ihr gegen RFS, Was RIGAS? hat Bukarest, Rumänien mit Riga zu tun? Wie hast du diese Brücke geschlagen, Bro? Ich oder spielen oder die, die spielen gegen die, Bro. Haben... Ach so, okay, sorry. Wie hast du abgeleitet, Bro? Ich habe Tertia abgeleitet, Bro. Mach, weißt Ja, natürlich. Dann haben wir Eisrom. Ganz kurz, das würde mich interessieren. Roma, die ja äh, De Rossi gekickt haben. Ja. Und jetzt. <laughs> Ivan Juric. Ivan Juric geholt haben. Bruder, also wirklich. Katharina Juric. Bro, die Fans, ne? Bruder. Also ich muss schon sagen, ne, Milan war ja in einer ähnlichen äh, Patch situation ne. Patsch, Auf jeden Fall Angelino auch beim dritten Training folge Stamm, ne? Wollte ich nur kurz anmerken. Wer? Angelino? Okay. Und Seki auch. Und Aber auch. wir werden fast für sein Backup 12 Millionen gezahlt. Ich kurz anmerken. Herr auch Stamm. Was ist denn das Dicker? Ah, Dicker. Wo ist Ding? Und Bill Mats. Matz? Ah, da, da darf der okay, kleine da darf der ja. kleine, <laughs> kleine Bub Bro. darf nicht spielen. Der kleine? Der, der ist kleine, das kleine Bub? Kleine Bub. Äh, ist das noch? Kleine Bub. Ja, äh. ja, <laughs> der Nico, das? Bro. Oha, oh, Moder, hast du nicht so Tschudschuk gemacht? Ja, die, ja der, der kleine Abis Bub, no, Bro, klein dein Abi spielt stammer, weil. Der kleine Chujuk Ey, hier hat Zaha. Hahaha. Eine Vorlage gegeben beim 2-0-Sieg ja. gegen Olympiakos. Schön. Ein, Ein Tag lang vor. Ja, geil. Ah, geil, geil. Du, ey, Junge, das hast du gemacht. Digga, das Ding ist, ich habe gesehen, er hat, ich glaube, das muss sein erstes Spiel uh. sein, oder? Uh, ne? das ist, du hast du gemacht, juhu. Du wolltest auch nur mit deinen Arm flexen, Alter. Uh. <lacht> <lacht> oh, schau mal, ich freue mich. Ey, 4K-Videos. 8K-Videos, ist jetzt SD im dritten. Video. Er sagt Salam, Baylor. Oh. Alikum Salam, Bro. Schön, oh. mal wieder Salam. von dir zu Danke, SD-Videos. Vielen SD Dank, SD. Hier, Bro? SD. Danke für deinen Support. Dankeschön. Eintracht, Francoforto, 3-3 gegen Pilzen. Peinlich, Alter. Ja. Auch hier hätte man Bitte sich mehr ein erwartet. Pilz. Und die Spurs, Bitte. die Hot Spurs, führen nach 65 Minuten 2-0 gegen Karabach. Karabakh hat gerade ein Elfer verschossen. Sehr, sehr schade. Vielleicht schade. mit einem 2-1 gegen 10 tottenham -Anesen. Gucken mir mal auf die Tabelle, aus. Ich sehe, wie du es denn, wo warst du dann? Lass mal kurz auf die Tabelle. Du hast, du hast zwei Level übersprungen, Bro. <laughs> Ajax, erster nach dem Final. Ah, Kino. geil, Tabelle. Bukarest, okay, Lazio gestern dreimal gewonnen. Gala gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, warum ihr im Negativtrend seid, aber gut, sei es drum. Slavia Prag, aufpassen. fahren. Nein, Gala war schon mal höher und jetzt durch diese Spiele heute. Ja. Auch oh, Hamburg ist die die fahr. Fahr. <laughs> Ja, Tottenham, alles drei Punkte, AZ Eikmar, heute aber nicht. Gestern aber 3-0 gewonnen. Äh, gewonnen, drei Punkte gesammelt. Bode glimmt ebenfalls mit dem überraschenden Heimsieg gegen Porto. Anderlecht, auch auf, auf die Mannschaft, man, äh, ein Auge haben mit äh, Ex-Milan imfteger Simic. Ich habe es mal höher gespielt. Ja, genau. Du so auch. <lacht> <lacht> Fenerium äh, stand jetzt. <laughs> Ethereum. ist aktuell in den Playoffs, Bro. Also ihr habt es nicht sicher mm. reingeschaut. Ne? Braga ebenso, Pilzen, Frankfurt, Bilbao und hier, das sind die ganzen Xer, Bilbao. die haben mal X gespielt, Hoffenheim auch mit dabei. Manchester United, Digger, guckt euch die an. Digga, ich habe heute it. gelesen, irgendwie in den letzten neun europäischen Spielen von Manchester ja, United ja. nur ein Sieg, ja, deswegen ja. Kopfmagen, dieses 1-0. Ja. <laughs> Ey, Digga, das ist, ist ja geisteskrank, Mann. Bist Schletzer. das letzte? Das ist krass. Ja. Wer, wer sind wer die nächsten Europagegner? Von, äh, von Gala war's. Riga, aber also Würde da nicht so, viel, so früh vorweggehen. Nee, nur, nur kurz wissen. Riga. Nö. Was? Nö, Lan. <lacht> <lacht> Wie gibt's nicht? Wie geht nicht? Also, Was für Biologie? Die, die nächsten Spiele. Ich schau hier, Bro. Zum Glück kann Juli nicht googeln. Zum Gott sei Dank. Gott, äh, Gott sei Dank. Hier, <laughs> yeah, Matches. Also. Yeah. Gala gegen RFS. Hier. Yeah. Tottenham, Fenerbahce, Varos. Oh. Oh. Hoffenheim, Dynamo, Kiew. Slavia, Prag, Amsterdam. Jungs, hier. Oh. vertrauen mir, Amsterdam wird verlieren. Riga, Scala, Zwei. Das wird ein eklat Spiel. Ey, Digga, ich spiele um 18.45 Uhr. Da kann Batshuayi spielen. Ja. Mann. Da kann ein neues Mut spielen, dass die anderen sich nicht verletzen. Bro, Spiel hier. Ich, hab, ich dachte, 16.30 Uhr ist das Spiel. Aber nein, sorry, das ist ja alles am Donnerstag. Ihr, ich, Das, das zeige ich euch heute noch. Das müssen wir jetzt mal anschauen. Weil ihr habt dann mal ein Spiel um 16.30 Uhr. Aber perfekt, du ja, ja gerade eh in den Horizont. Ja, voll. Nee, das ist richtig geil gegeben um 16.30 Uhr. Ja. Dann haben wir äh, <laughs> Fenner gegen Twente. was oh. kann... In den Horizont reiten bedeutet. Aber wie geil reitet der da? Aber genau so. Aber so fühlst du an, ne Überhaupt nicht. Ach, mein Gott, das Beste. Boah, einerseits ja, aber andererseits. Ach, ja, gehst ja, du andere. wieder Becken, Muruk. Machst du ja, irgendwas? Aga. <laughs> Na, irgendwas? Ich mach TikTok-Matches hier, bevor ich einmal auf diesen Drecksladen ja, gehe, Bro. Du gehst ja jeden Tag stream, Bro. Heftiger dir. Wie geil reitet der da? <lacht> 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 ich habe den Kontext nicht, warte, ich schick's euch, damit ihr den Kontext... <laughs> wie, wie willst du den schicken, Bro? <laughs> warte, geh doch hin und setz's <laughs> euch. <Excel -Lacht> ja, Bro, das so. ist nicht so. Ich schick's da drüber. Also schick's richtig. Tam, Jungs, ja, lass auf jeden Fall weitermachen. Warte, hier spielt. Aussie, warte mal kurz. Ich schick das mal schnell rüber. Treffpunkt Greenhouse, Ryuk. Geil, <laughs> der Was willst du, Juli? Instagram gehe ich jetzt rein, schick mir das. Ja, ich hab's noch gesagt, Leute. Okay. okay. Ey, Hatake, Bruder, reicht langsam. Ja, bro, Hör auf ja. damit, Bro. Hässliches Wort, Bro. Ja, was, da, ja. Ja. Hässliches was sagt er da, ja? ja? Was willst du? Ey, ganz so aus äh, Reaction Motors. Weißt Okay, damit ihr auch den Kontext versteht, was wir da gesagt haben, die ganze Zeit. <laughs> Ähm, warte, wo ist es jetzt? Ey, ich hab's doch geschickt. Oder? So. Oh, Selim Stark. Ja, das steht. Attacke. Ah, okay. Das ist so ein geiler Name, Bro. Okay, jetzt blend's ein. Bro. Wir wollen dich hier nicht bannen. <laughs> blend's ein. Ich <laughs> wie aber schau mal wieder da. Sonnenuntergang, ohne dass ihn der irgendein Mensch reitet. Einfach, er reitet ja. selber, Bro. Schere, er schon. wird nicht versklavt. Am Sonnenuntergang am Meer weißes Pferd. Ist es so fühlt du an, mal. Geil. geil, geil, geil. Ich stabil, alles alles deutlich da drauf hin, ne? <laughs> Alter, ich beneide dich, Bro. <laughs> ich höre, ich, ja, bro, ich aber. beneide ja, dich. Heute war wieder so ein Hundesonntag. Ne? <lacht> <lacht> sure, ich schwör, Bro, kurz auf alles zu schmeißen, ey. Der, der reitet richtig. Ich bin ja. sure, ich, ich, ich wäre gern dieser Pferd, bro. Paradieser. <laughs> <laughs> yes. Der reitet richtig geil, ne? Schau mal, wie wir reden, Digga. Leute kommentieren drunter, so viel Geld zu verdienen. Und so wir sagen, ja, so ist Arbeit <laughs> <laughs> Shit, ja. Kidoa, wir sind eigentlich am Ende angelangt. Schön. Dass aber die ja, Predictions sind noch da. Predictions sind noch da. Mhm. Predictions Ja, ja. Ja, yeah. so. Ganz kurz. Aber ein der sitzt da nicht, Junge, komm bald wieder. Ganz ne? kurz, äh, Nein. Ich muss euch was zeigen, Freunde, weil die, die Libo UEFA hat. Die euch, Libido. Die Libido von der UEFA. Blends <laughs> ein. Blends einmal hier. Die haben äh, den Türken einen richtig schönen Spielpla Spielplan verpasst. Also erstmal das nächste Woche. Oh, Bechtisch Frankfurt. Nichts, ja, Madonna. Wird <laughs> nicht leichter, Digga. Ja. Aber zu Hause. Okay, jetzt yes, schaut her. Gala gegen Elfsburg, 16:30. Für jeden, der nicht in den Sonnenuntergang reitet, unvorstellbar, sich dieses Spiel oh, anzugucken. Kmar ne? hätte doch bei seinem alten Arbeitgeber das anschauen können, oder? 16:30. Ja. Auch wenn du auf dem Weg gearbeitet ich bin aufgestanden, Bro, bei alten Arbeitgeber. <laughs> so. So. Äh, mhm. Wahrscheinlich hier, aber 16:30, das ist aber, ne, krass auf jeden Fall. Für mich ist schon, also ich. Und am selben Spieltag, schau mal, zwei krass Spiele: Lyon gegen Bischof, Saha. Fannen Menu! Wann? Hier, ja, Bruder. 24. Oktober. Bin ich da? Nein, no. nein! No. Schon wieder? No, ich bin nicht da. Nein, oh nein. Oh nein, ich bin nicht da. Alter, ich bin am Arsch. Wieso verpasst du dieses Spiel, ja? Übertreibt nicht, Moruk, Alter. Aber ein Spiel gibt es in der Europa League, auf das mich gefreut hat. Das war dieses Ding, Bro. Rabat ja. gegen sein alte Liebe, Bro. Ja, das ja, deswegen genau. ist es interessant, wegen Ambra. Genau. Mein Gott, Digga, ja. Verdammte Axt. Und irgendwann, wo ich Bischasch schon hier auch 6. November gegen Malmö 36. Digga, also Bischersch hat drei Banger-Spiele, ne? direkt von Anfang an. Jetzt Ajax gehabt, dann kommt Frankfurt, danach kommt Lyon auswärts. Ja. Und dann, danach wird es aber ein bisschen einfacher. Dann hat ja, Galer danach kommt Malmö auswärts, oder nicht? Malmö zu Hause? Malmö zu Hause. Hause. Gala hat dann Tottenham. Und ja, und nachdem kommt die spielfrei ist völlig. Tel Aviv, bei Gala kommt AZ auswärts, auch schwer. Bei Gala geht es dann richtig. Oh, Fan gegen Athletic Bruder. Ja, da, ciao, da Bruder. Europa League, was ist Europa League, Bro? Ist es echt noch Europa League? ey ich schwöre das ist schwierig, ja. <lacht> <lacht> Alle Nein, drei geben. Gala, Gala wenn Gala nicht in den Top 8 kommt, ne? Gala malen wir auswärts. Dann. Das wäre Skandal. Alter, Bischof spielt Bauer. Bruder, was geht ab? Aber Digga. Für, ich schwöre, wir checken erst jetzt, was die verschwinden. Ja. Du hast... Okay, ja, ja, die kommen fix Top 8, ne? Ja, ja, fix, Bro. Ich einen, Ich habe meine Hand ins Feuer. Ich glaube, Digga. <lacht> <lacht> ja, fix. <lacht> <lacht> Nein, Digga. Digga bro, Fener, Fener, Fener Bischof, Bischof haben Asozialen. Nein, Digga, das schwebt aber nicht. Fener, Bischof. Bischof no. hat einen Asozialen. Ihr habt einen schon mal auswärts in Twente. Fener auch. Aber Bischof, glaube ich, noch mal einen Ticken hätte. Mithiland auswärts. Ajax, dann, gala Ajax. Aber, also. das Ding, ich, ja. Wir haben halt Menu anstatt Ajax. Ja. Und die haben. Frankfurt auch Top 1 Gegner, ne? Ja. Bischer hat äh, Frankfurt und. Bro, Becher ist die einzige Mannschaft, die vier Top 1 Gegner bekommen hat, ne? Ja. Spaß, ja. das. Geht gar nicht. Also, allein dass, allein, dass beide Vereine aus Top 4 Athletik Bilbao bekommen haben, ja. ist schon so. Digga. Krank. Ja. So, ciao. Okay, ey. SC-Videos, ganz kurz. Verschenkt 5 oh. Subs an die Community und sag hier für eure Arbeitslosigkeit, <laughs> ihr nutzlosen. Hä, <laughs> hey, und Twitch macht mit. Und Twitch, Digga! Oder heißt jemand Twitch? Nein. Wer heißt ne? Twitch, Bruder? Wer nennt Keiner, Twitch? ja, ne? Hey, Twitch hat zwei Abos, hä? Thank you very much for your support, appreciate it. <laughs> James hey, hey, for your subs, ey, man. Ganz kurz, scheiß auf Twitch, SD-Videos. Vielen, Twitch. vielen Dank, Bruder. Das ist Twitch. Warte mal, Twitch subbt uns. Ja, man, Twitch Ich subpt. liebe Twitch, das hat YouTube nie gemacht. SD-Videos, 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 SD Videos. SD videos. SD SD videos, videos vielen, vielen Dank. Nicht die vielen auch. Jazz, SD-Videos. Und dann Twitch. Twitch auch korrekt. Ich weiß nicht warum. Wieso? Aber jetzt können wir. Das ist das echte Twitch, das ist OG Twitch, Bro. From 2017. We can now uh, go on with our further uh, subject. It's the Predictions from the Super League. Game, uh, Match Day, which Match Day? Seventh, right? The seventh. Seventh. Ladies and gentlemen, it's Match Day. <lacht> <So>. <lacht> Davor bei Seidenstraße, habt ihr euch bedankt? Ich es nicht. Seidenstraße oh. 96 ist im zweiten. Danke, und Sagt uns Babam. Bro, vielen, vielen Dank für deinen Support. Ey, geiler Name. Sehr, sehr, sehr Seidenstraße. Ah, Ennis, Dank, danke wegen September. Ah, okay. Ich nenne mich Milchstraße. Wir haben einen, der heißt abschlepp auf ja, Der geilste Name, Digga. abschlepp Tarik, danke, Bruder. Vielen Dank, machen Vielen wir. Dank, mein Nass. Okay, Vielen Dank, Männers. Okay, äh, Mai, machst du hier auch mal hier Prediction? Hier. Ja. Ja, schaut's aus. Hier, ja, ne? Jo. Ja. So. Dann, äh, Mai, hallo. <laughs> <Wir> so, <sehen> gleich <laughs> weiter für dich. Kommt ihr morgen live? Was ist morgen? Freitag? Ja, morgen sind wir live. Rewards. Was? De, uh, Rivals Rewards. Morgen gibt es fette Pack-Opening, bro. Die äh, waren schon heute, Bro. Hast du schon auch gemacht? Mhm, ich hab heute das Ding. Tablet, Digga. Wär Ach was komm was mal, Alter wegen, oh. Ding, Mordek oh. chillt mal wegen diesen 2-3 Packs. Oh, Warum ist dein Player eigentlich nicht hier? Warte, Digga, wir hätten Hä? so 8-9 Packs so zusammengeöffnet, Bro. Er macht selber auf. Wow, diese 2-3 Billopacks, Mordek spielt einfach geile Weekend-League dann Könnt ihr geile Packs ziehen? Mordek. was für Rivals, Dinger? Ich wär, oh, macht nur Sinn, was du da Labos probieren würdest. Kannst nicht warten, dann. Jörg, meine Eier. Nicht, Bro, meine Eier. Eier. Bro, ich habe heute kein Spiel gemacht. Meine Eier haben gesagt, ich gehe heute. Aber ja, rein. er ist nicht süchtig. So, ähnlich. Was <laughs> 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 Besseres zu tun. Ah, <laughs> Jungs, ja. Ganz klar. <laughs> also. also, wir haben den siebten Spieltag: Gala gegen kassel zu Hause. Am Samstag, dann haben wir am Sonntag Trabzon gegen Konya. Antalya gegen Fenner. Und am Montag um 19 Uhr spielt Kaiser zu Hause gegen Michitasch. Hast du ja Montagsspiele, Mann. Vor allem dann, ja, bleiben. und unser Stream müssen wir Montag um 21 Uhr live gehen oder so. Ja, 21 Uhr passt perfekt. Dann ja. haben wir es genau nach dem Spiel. Ja. Okay. Gala Kasposch als erstes Spiel. Mhm. klug oder? Klick, Will jemand die Keule schwingen? Will jemand vorangehen? Nee, nee, Glück klingt gut, Bro. Okay, ich bin bereit. Mal. Klick, klar, klick. Klick, klar, klick. Oh, ich darf anfangen. Wer gegen wen? Gala Kassenpascha. Gala empfängt zu Hause Kassenpascha Istanbul. Mm. Ab in den Süden. Also, ich hoffe, es wird weiterhin so <laughs> gespielt, wie's, wie's, wie es Gala so spielt. Ähm, Kassenpascha, kein schlechter Gegner. Ähm. Ich denke trotzdem, dass Gala aktuell in so, einem, in so einer guten Form ist, dass sie das Spiel für sich entscheiden werden. Ich tippe jetzt ein auf meinem, in meiner KickTip-App. Und zwar sage ich, dass Gala am Samstag gegen Carsten Pascha mit 3-0 gewinnen wird. Ich mache es kurz und schmerzlos. Sie haben Mittwoch gespielt, jetzt Samstag. Also kurze Regenerationsphase. Und Gala wird hier nicht höher springen, als sie müssen. Ich denke mal, so ein gediegenes 2-0 wird es. Boah, erstmal gebe ich Charters Prediction ab. Oder sollen wir das überhaupt? Charter sagt 3-1. Er hat mir die Dinger schon Vornein geschickt. Okay. Ich bin einerseits zwischen einem 2-1, weil wirklich die werden sehr müde sein und Kasparisch ist eine gute Mannschaft. Andererseits, wir spielen zu Hause, Mann. Aber man kann hat eigentlich genug Material, um zu rotieren, oder? Salai kann man mal reinwerfen, Bad Ja, Vielleicht wartet. ist dann deswegen das Spiel nicht mehr so richtig stark, wie man es gewohnt ist. Das ist. Aber vielleicht macht es auch gar keinen Unterschied und du marschierst trotzdem durch. Okay. Komm, ich gebe mir eine ex etwas exotischere, ähm, mit einem exotischen Ergebnis, 3-2. 3-2? Geiler, ja. Oh. Oh, geil, geil, Digga. Wie ich mich man sein, Digga. Wenn mal einer... Wieder mithalten kann. Gegen Gala. Okay. Ja, das nächste, nächste Spiel. Spiel. Trabzon zu Hause gegen Konya Sport. Trabzon zu Hause gegen Konja. Boah, ja Digga, Bruder, 5x in Folge. Ganz ehrlich, ich bleibe dabei. Konja ist auch eine gute Mannschaft. Ich bin tabellarisch ist auch stimmt. besser da. Ich sage 1-1. 6x in Folge. Das gibt's noch nicht, Digga. Ozzy? Ich mir. zuerst mal, warte. Na, na du, ja, das, das, das du war du. Das. Das das <laughs> Ey, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Okay, und ich schwör's dir, ich als Fan-Fan durch und durch wünsche mir, dass Traubsain nicht diesen scheiß Fluch bricht. Digga, es tut mir wirklich weh. Das kann doch nicht wahr sein. Şenol Güneş spricht Bill hier Gakes, Facts. Whoever the fuck. Digga, ich schwör's dir, der Typ ist so ein geiler Philosoph. <laughs> Habt ihr sie wieder gehört, was heute gesagt hat? Was hat er wie gesagt. Er sagt so. Die Mannschaft, so die Spieler sind wie meine Körperteile. So, wenn ich mit meinem Auge nichts sehe und nicht zum Arzt gehe, dann werde ich blind. Da so, so, hat wieder ein Vergleich Er sagt, keine Ahnung. Nee, das müsste ich mal kurz zusammenfassen. Das war zu geil. Also ich denke, der Knoten wird platzen. So, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit. Dass Trabzon seinen ersten Sieg einfährt. Sie waren immer wieder kurz davor. Ich fand gegen ich wie das Spiel gegen Gaziantep? Hätte schon sein müssen für mich. So das zurückgenommene Tor war für mich nicht richtig gepfiffen. Ich sage 2 zu 0 Traubson. Auch hier ein 2 0. Charter ist mit einem 2-1 für Trauson gegangen und ich sage, es wird ein 2-2. Das wird das nächste Ey, ist für Trauson. Chat, was tippt ihr? Die meisten sagen 1-1-0-0. 2-1 Trabzon, letzte Minute. Sind es die letzten Tipps für den Monat September? Ich glaube ja, ne? Ich glaube schon. Okay. 000000. 0000 Trabzon. Boah. Dann mache ich weiter. Mit Antalya. Antalya gegen Fenner. Ähm, hier habe ich auch schon oh. einen Tipp gehabt. Ohne ist im Stadion, ne? Ja. Echt? Ja, man, der ist direkt über Trainerbank. Der kann ah, auch Alex klassisch spucken, Bro. Krass, krass, krass. Richtig <laughs> geil. Äh, ich denke, Fener wird hier wird ein schwieriges Auswärtsspiel werden. Vor allem jetzt mit dieser ähm, Belastung am, äh, am Donnerstag in der Ähnlich wie Gala, auch nur zwei, zwei Tage Pause im dritten Spiel ist schon. ja Dritten, am dritten Tag. Ich denke trotzdem, dass man das Spiel gewinnen wird, einfach aufgrund der deutlich höheren individuellen Klasse. Aber es wird nicht so einfach. Es wird nicht das schönste Spiel, müssen sich die Fenner-Fans jetzt gedulden, aber die Ergebnisse müssen eintreffen. Deswegen sage ich 2-0 für Fenner. Mach's kurz und schmerzlos. Ich hoffe und ich denke, also meine Erwartungen sind noch in, in die Richtung so dahingehend, dass uns ein sehr langweiliges Spiel erwarten wird. Ein hoffentlich 1-0 für Fanat. Krass. Charter geht mit einem 0-2 für Fenner. Was? Ach, sorry. Ach, <laughs> hat, äh, okay, krasse News gerade. Angeschossen. Ja, <laughs> bro Was? Lieber, ich schau gleich. Sandy, mach du weiter, Bro. Okay. <laughs> <laughs> krass, Digga. Ja. Das passiert, wenn man gegen Ali Kotsch äh, aussagt. Ja. Krass, ne Wenn das wirklich. Jetzt kein Verkehrsding oder so war, Bruder, dann Dann ist wirklich alles zu spät. <laughs> das ist die falsche Reaktion, Bro. Ah ja, Masterplatz, sonst ist es mit Ich hab wegen der Story wie die Art und Weise, Bro. Acker, scheiße, Digga. Was steht da? Er sagt so, die haben in meinem Fuß geschossen, aber unser letztes Wort ist Fenerwatsche. <laughs> Wer hat denn den Fuß geschossen? Er sagt die. Die haben immer meinen Fuß geschossen. Äh, trickshot hast du von Ali Koc Leuten. Bro, wenn das wow. wirklich nicht im Stream sein, auf gar keinen Fall. Nein, Bro. Bro, wenn, also wenn das wirklich deswegen ist, weil er seit ein paar Tagen gegen Ali schießt. Jock Morok, tschüss. Aber wieso sollte er sonst angeschossen werden? Bro. Wenn so ein Verkehrsunfall Alter, äh, reist in der Türkei, man denkt, tschüss, Bruder. Reese hat doch gerappt, Bro. Wenn ich dir ein paar Shooter schicke, dann geht's. Tschüss, tschüss, tschüss. <laughs> Digga, ihr lacht immer über un unsere Alio-Theorien, aber es stellt dann manchmal auch krasse auf, ey. Nein, vielleicht alle paar Shooter kein losgeschickt, Mann. bro. Also keine Ahnung, bro, vielleicht ist ein paar Finalists auf den Schlips getreten. Aber eigentlich feiern ihn viele Finalists. Kein Plan, Morocco. Also ich weiß nicht, ich glaube, da wird es jetzt, ey, geht Schossen an Saradakan auf jeden Fall. Also Gott sei Dank nur im Fuß und ich glaube, es wird schon wieder schon echt geistkrank. Aber ich glaube, da wird es jetzt voll gut verkaufen und so, ne? Die wollen mich unterkriegen und so. Und der wird es schon gut machen. Der wird gute PR. Ist auch sein Hackbruder. Wer angeschossen wird, sollte es auch so für sich ausnutzen. Gute PR. Also, so. <laughs> gute PR. Charter hat auf jeden Fall nur 2 für Ferner getippt. Ich gehe hier mit einem knappen, aber wichtigen Sieg für Ferner 2-1. 2-1, sagt er. So, und Kannst dann. Du die das letzte Spiel. Komm mal. Dann schließe ich mich auch direkt Chate an. Ich sage 2-1 für Bischiktasch. Was habe ich hier drin stehen? Ich habe drin stehen 0-2 in Kaiser. Juli, ich gehe mit. 0-2 Bischiktas in Kaisere. Und somit werde Spielplan predicted. Und wir sehen uns am Montag wieder. Chat. Nach dem Bischiktas-Spiel pünktlich sind wir hier am Start. 21 Uhr denke ich. Und yes, ja. vielen vielen Dank für diesen schönen Stream mit einem mit einer nicht so geilen Watchparty leider. Watch Party war schlecht, ja. Ja und an alle, die den Stream nicht ganz gesehen haben, der kommt jetzt auch noch auf YouTube für die, die in sich in voller Länge reinziehen wollen und auch in, an dieser Stelle schöne Grüße an die YouTube Community, die sich das immer wieder im Nachhinein anschauen hier auch mal schöne Grüße an euch. Ja, Mann, Ich, ich feiere, also wir feiern eure Interaktion sehr, dass ihr ja. das wirklich wie so ein YouTube-Video seht. und Ich feiere dich, so, Frank. Es ist, <lacht> <lacht> das ist ja kein Stream korrekt. für euch. Es ist für ich euch wie dich. ein Video. Wenn <laughs> irgendeine Stelle ist, wo ihr eure Meinung geben wollt, kurz Pause, markiert die Stelle, schreibt was dazu. Finde ich sehr cool, eure Diskussion unter den, unter den Videos immer oder unter den Streams. Es sind keine Highlights. Unter den Streams, Stream hätt man das rück. wie heißt das uploads, was wir jetzt machen uploads. Stream Uploads Ja, ja Mann und, aber ihr Twitch committee die live sind ihr seid natürlich Different Bread ihr seid natürlich hier live am Start und supportet hier aber jeder wie er Zeit und Bock hat in diesem Sinne Chat vielen vielen Dank für diesen geilen Stream auf jeden Fall und wir sehen uns sehr bald wieder Sonntag mit einem geilen Video Juli Sonntag geiles Video Transfer Battle ist safe die lustigste Folge geworden und äh, ich bin morgen live hier auf Twitch, EFC-Freunde. Ich bin äh, Samstag live. Schaut dann auf jeden Fall mit dabei, ein paar Packs ziehen und äh, ein bisschen reinhauen. Also, passt auf euch auf. <laughs> Wir sehen uns. Bis die Tage. Hatte, ciao, ciao. Hey, danke, tschüss.